Hallo, liebe Mutzis! Kurze Durchsage und dann geht es gerade los mit der Folge. Meine Tour Zero ist jetzt am Start. Kommt vorbei, ganz viele Termine, geht schauen, wo ich wann bin. Buche Tickets, bevor es zu spät ist. Tryouts sind durch und es wird eine richtig geile Show mit grossartigen Support-Acts. Teddy Hall, Leila Ladari, Benjamin Delahaye und Matteo Gudenrath. Also, kaufe Tickets auf www.joelvonmutzenbecher.ch, bevor es zu spät ist. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Es ist eine gute. Pipe jetzt einfach mal. Alright. Jabba Jabba 1, 2. Man sagt mir, ich kriege ein scharfes S. Wirklich? Anscheinend. Das denke ich immer bei der, ich weiß nicht, wie sie heißt, die Punkt 12 immer moderiert hat. So eine Blondie, ja, so ja, RTL, ja, ja, ja. Hat sie immer geheißen, die hätte einen Spruchfehler, die würde so... Ja, hat sie. Süß. Ja, das stimmt. Aber sie hat gar nicht so fest einen. So ja, aber ich kann man das jetzt mit der Technik korrigieren, gell? Vielleicht tun sie da einfach irgendeinen Regler. Ich habe das Gefühl, sie haben einfach immer zu viel höher drin gehabt. Dass eben das S auf einmal... Überkorrigiert. Dass es dann so scharf wird. Ja. Ja, aber ich habe es bei dir noch nie gehört. Das scharfe S. Ja, siehst du jetzt. Das ist vielleicht mein Logopädinnen-Trauma von der Primarschule. Was? Hast du denn die Logopädie müssen? Ah, okay. Nein, nein. Okay, gut. Ja, wir sind eigentlich schon drin. Oh, hoppla. Ist das jetzt schon drin? Okay. Ja, 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 ja. Es ist ja lang her. Es ist lang her. Hast du gesagt, 3 Jahre? Ich glaube, Sommer 20. Ja, krass. Ah oh, ja, stimmt. Das ist wirklich gerade so mitten in der High Time. Absolut, ja. Absolut. Jetzt, ja. Vielleicht nicht im Privatleben entspannter, aber es ist... Ja, das ist so. Das ist so. Also unterwegs generell sicher entspannter. Das glaube ich eben auch. Ja. Wie geht's? Gut, danke. Wie geht's dir? Fragt dich das an mich selber? Weniger oft, als ich frage. Ja, das glaube ich. Ja. Also, mir geht's gut. Ja. Heute bin ich so ein bisschen nicht müde, aber ich komme so nicht ganz in Gang. Kennst du das? Das ist so mein Dauerzustand. Das ist das, wenn ich wach bin. Ist so der. Und der ist einfach so. Ja gut, whatever. Und darum, das ist jetzt gerade so das körperliche Befinden. Und sonst ist halt kurz vor der Premiere. Stimmt. Bis der rauskommt, ist dann gerade die Premierewoche. Ah, nice. So. Nice. Toi, toi, toi. Da bin ich zmitzt am Spielen. Zmitzt drin? Ja. Sehr gut. Und bist du bereit? Ja. 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 Oder sagst du das jetzt einfach? Nein, ich habe also ich bin bereit, ich bin im Fahrplan voraus, was mich sehr freut. Und ich habe so ein paar letzte Details, ja, ich habe es selber nicht gewusst. Es ist wirklich ein sehr absurder Prozess gewesen dieses Mal. Aber das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, ich gehe das Weekend gehe ich jetzt irgendwie noch auf wahrscheinlich Freiburg. Hm. So 2 Nächte, dass ich sicher einen ganzen Tag habe, wo wirklich einfach completely blocked off ist, ja. Wo ich nicht erreichbar bin. Und wo du noch übst? Alle Tryouts okay. Los. Ja. Und dann halt so ein bisschen die fertige Setliste zusammenstellen. Okay. Das ist eigentlich... Und für das musst du auf Freiburg, of all places? Ja, weil noch. Von Basel. Aber mega uninteressant. Nein, Freiburg ist schön. Freiburg ist schön. Ich find's schön. Ja, ist eine schöne Stadt. Und es ist wirklich trotzdem weg von der Schweiz. Ja, gut. Macht Sinn. Ja, ja. Und ich bin einfach, wahrscheinlich nehme ich so ein kleines Apart-Hotel, so, dass ich noch meine deine Rahmen, Scrambled Eggs ja. Mache am Mittag. Ich brauche das. Ich habe das von John Cleese, von so einem Vortrag. Boundaries of Space and Time. Ja. Bei Kreativität. Das macht Sinn. Dass wirklich, du weißt, du bist jetzt für das da. Dann gibt es wie nichts anderes. Ja, das ist so, oder? Wenn du gar keine andere Möglichkeit hast. Ich merke, dass es so ein bisschen im Umkehrschluss, wenn ich einmal weg bin vom Kind, dass ich wie mich wirklich, wirklich kann entspannen kann, wenn ich gar nicht bei ihm kann sein. Also wenn ich wirklich genug weg bin, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt. Yeah. Also ich kann da nicht noch schnell schauen. Oder einfach auch, wenn ich gehe schreiben oder so, dann gehe ich aus der Wohnung. Mhm. Weil mein Mann schaut das zwar dann und ist zuständig eigentlich fürs Kind am Freitag jeweils. Und ich könnte theoretisch... Ist das die Schreibtag? Das ist der Schreibtag oder einfach auch Wegtag ich habe dann gemerkt, dass wenn ich ihn wieder höre und so, ich kann mich nicht
Ja, yeah, ja. Yeah. Also er lässt mich auch nicht in Ruhe, aber als Kind, der Mann schon. und das habe ich gemerkt, dass es wirklich, ja, Boundaries of Space and Time, dass ich wirklich auch sage, ich muss örtlich weg und ich muss auch mir die Zeit nehmen. Dann. Die Zeitfenster. Mhm. Der Döbel hat das gesagt. Er hat gesagt, für Kreativität ist das Beste, Kinder zu haben. Weil, eben, wenn du dann mal nicht mit den Kindern beschäftigt bist, dann tust du alles so fest auf das kondensieren und komprimieren. Ja. Wo irgendwie früher denkst du, ich habe ja eine Woche Zeit. Und dann machst du viel Bullshit. Ja, das ist wahr. Wo irgendwie, ich denke immer, ich rede mir immer ein, es ist Teil von der Kreativität. Dass man halt dann eben entscheidet, keine Ahnung, ich gehe jetzt spazieren. Ja. Und, also weißt du, dass man sich eben das lost. Aber eigentlich ist es ja schon auch, shit, ich habe jetzt ein Fenster vor. Ja, ja, genau, Stunden. Das ist so. Das ist so. Da ja, muss gell, es jetzt und passieren. Gerade wenn du kreativ schaffst, ist es dann schon noch schwierig, auf Knopfdruck kreativ zu sein. Also ich merke, ich habe massiv weniger Output. Seit dem Kind. Yeah. Also ich erlebe zwar eigentlich viel mehr, aber es gibt dann auch Momente, also, auch wenn er bei der Oma ist zum Beispiel, wo ich dann einfach auch mal einen halben Tag nur im Nest liege und Netflixe und nichts mache, weil ich einfach einen Overload habe. Das also, brauchst du ja auch. Ja, ja, ja. Ja. Also das, aber das kann sich natürlich, das Privileg hat nicht jeder oder jede. Yeah. Und ich merke einfach, natürlich habe ich dann Bock, noch irgendwie abzumachen und rauszugehen und so, aber es gibt dann wirklich einfach Momente, wo ich denke, ja, ich profitiere viel mehr, wenn ich jetzt einfach mal nichts machen. Und das ist auch etwas, was man lernen irgendwie. Eben, ich wollte sagen, hast du das von Anfang an gehabt? Oder ist das so? Ja, früher hat es sich halt verteilt. Also dort habe ich auch mehr geschlafen. Also ich schlafe generell, ich schlafe schon mein ganzes Leben schlecht, aber jetzt mit meinem Kind ist es wieder so ein bisschen schlechter geworden und ich schlafe wirklich relativ wenig. Und am Abend, wenn dann das Kind mal im Bett ist, denkst du so, ah, jetzt mal noch so ein bisschen für mich und so. Und dann ist irgendwie 12:30. Yeah. Und am Morgen um 17:30 macht es. Ja, ja, und darum ist es dann wie einfach so mal die Stille und nicht auf Abruf sein, das tut dann gut. Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich meine, ich habe selber keine Kinder. Ja. Meine Freundin hat 2 Kinder und ich bin dreifache Götti, darum bin ich umgeben von Kindern. Und trotzdem habe ich natürlich den absoluten Luxus, dass ich mir immer entziehen kann. Ja, ja, das ist super. Also eben, und nochmal, es ist auch so, die ganze Diskussion darüber, Kind haben, Kind nicht haben. Ich bin Fan davon, wenn jemand sagt, ich will keinen, man dann keinen hat. Mhm. Und ich bin Fan davon, wenn man sagt, ich will haben und dann kann man haben. Schwierig wird es, wenn man jemand Kind hat und eigentlich keinen hat wollen und das irgendwie vielleicht aus einem Kompromiss raus gemacht hat. Oder wenn jemand will und keinen kann haben. Oder? Das, ist, das sind brutale Lebensrealitäten, weil das ist so etwas Dichotoms, glaube ich. Kind haben oder Kind nicht haben. Also ich würde jetzt auch sagen, dass das in Partnerschaften wirklich eine von der wenigen Fragen ist, wo man sich muss einig sein muss. Weil das irgendwann kommt das zurück. Also, das habe ich mal in einer Beziehung. Wirklich, für mich war klar, dass ich keinen will. Und sie hat dann gefunden, für die würde ich es vielleicht aufgeben. Der Kinderwunsch und so. Und dann habe ich gesagt, das ist eine Verantwortung, die ich nicht habe. Ja. Weil dann habe ich das Gefühl, entweder ich habe ihren Traum zerstört. Hallo, Basanga! Ja, du. Ja. Oder es ist dann irgendwie, weißt du, auf einmal klappt es dann gleich nicht mit der Beziehung. Und du bist aber in einem Alter, wo es irgendwie nicht mehr geht. Ja, ja, dann ist sie 40 und sagt, hey, jetzt habe ich die Zeit verpasst, die ich noch hätte können. Und dann bin ich quasi auch. Ja, gut, also ich meine, wenn sie differenziert denkt, wird sie sich dann schon selber sagen, hey, ich habe die Entscheidung zwar für den Joel getroffen, aber nicht, weil er mir gesagt hat, du musst. Aber ich bin so hammerbedürftig. Aber das kann ich total nachvollziehen. Das also das fände ich auch. Ich glaube, das ist etwas, wo beide miteinander einig sind. Und ich finde, ich erlebe immer wieder, und das geht halt häufig in eine Richtung, dass eine Frau sagt, ja, der überlegt sich dann schon noch anders. Genau. Und das finde ich einfach, also das ist doch kein Kind. Mal eins machen in der Hoffnung, dass so Zeit später man sagt, das ist eigentlich doch eine gute Idee. Ja, genau, mein ganzes Vermögen ist weg und ich habe 7 Jahre nicht geschlafen. Ja, nein, das finde ich... das ist etwas, wo ich mit meinem Mann sehr früh habe ich das. Also ist jetzt nicht so, dass ich einen drängenden Kinderwunsch hatte. Wir haben uns kennengelernt, als ich 35. Bist du jetzt 35? Ja. In deinem Alter haben wir uns kennengelernt.
Und dort bin ich eigentlich schon mehr oder weniger okay gewesen damit, wenn das nicht klappt. Also ich habe dann gefunden, hey, ich halte es mit mir aus. Und ich glaube, das ist ein Privileg, wenn man das Gefühl kann haben. aber als ich ihn dann kennengelernt habe, habe ich wie gemerkt, ich finde dich so gut, ich würde mit dir kommt der Wunsch. Und wenn das für dich absolut ausgeschlossen ist, ich glaube, dann müssen wir das also nicht beenden, gar nicht erst entstehen lassen. Und er hat dann aber gesagt, du nein, es ist für mich... Also das, und er ist jetzt auch nicht einer, der unbedingt Kind hat wollen. Aber wo wir uns dann gefunden haben. Aber wenn es dann passt. Yeah. Ja. Wenn es dann quasi richtig matcht. Ja, das ist so. Kann ja der Wunsch auf einmal noch entstehen. Genau, richtig. Ja. Ja, und dann zack, du. Ja. Ist der Knopf da gewesen. zwei Jahre nachdem wir zusammengekommen sind, ist das Kind schon da gewesen. Ja. Und das ist ja dann auch noch so etwas, es muss ja dann, die Beziehung muss ja schon stabil in sich funktionieren, bis das Kind kommt. Im besten Fall. Ja. Ja, ich glaube, das ist halt auch etwas Privileg, dass wenn man sich ein bisschen später kennenlernt, ich glaube, da hat man genug Filter, dass das, wenn dann einmal einer durch alle durchkommt, dass der dann schon relativ gut ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt 20 war, dann verändert man sich halt dann auch mega. Und ich glaube, in diesem Alter bist du dann langsam so ein bisschen in deiner Spur rein. Und wenn es dann passt, dann passt es, würde ich jetzt mal sagen, statistisch gesehen, eher länger. Yeah. Man hat auch nicht mehr so viel, man hat auch nicht mehr so viel Firsts, wo man irgendwie sollte oder will erleben. Genau. Das heisst, man kann sich wirklich auf das einstellen. Ja, die Selbstfindung ist soweit abgeschlossen. Also, gell, ich meine, die geht immer wieder durch. Also, eine penetrante Flüge, die ihr da habt. Ja. Fame hungry bitch. Darf man das sagen da auf dem Podcast? Du kannst alles sagen. Er ist als explicit immer. Ist wahr? Ja, ja. Nice. Ja, einfach zur Sicherheit. Das hättest du mir jetzt nicht sagen sollen. Hau raus. Ja, genau. Nein, selbstfindig. Ja, boring. Was ich gemerkt habe, im Kontakt mit den Kindern, die jetzt in meinem Umfeld sind, auf einmal kommt man viel mehr zurück in seine eigene Kindheit. Ja, total. So krass. Mega. Mega. Ich habe das Gefühl gehabt, meine Kindheit, die habe ich hinter mir gelassen, ich weiß nichts mehr von der. Das war's, oder? Und danach hat auf einmal kommt das alles zurück. Ja, voll. Also auch die Gefühle, die man dort hat, weißt du? Und das ist so. Also ich meine, für meinen Mann ist es hervorragend, weil er schenkt unserem Sohn immer Sachen, die er selber mega gerne mit spielt. Yeah. So, oh, look, ein ferngesteuerter Monster Truck. So. Really? Ja, und also es ist schon, gell, und das sind jetzt alles so Klischees. Und gell, ich finde, die Treffen zum Teil, die kommen ja irgendwo her. Aber du schaust die Welt wirklich nochmal ein bisschen anders an. Also so die völlig pure, reine Neugier an Sachen, weißt, wo du vielleicht gar nicht mehr wahrnimmst. Also das ist schon etwas, du kommst auch an Orte an, wo du sonst nie angegangen wärst. Yeah. Und kommst mit Leuten in Kontakt, ob vielleicht sonst den Kontakt nicht unbedingt würdest suchen. Und das ist auch eine Herausforderung. Aber es ist etwas sehr Schönes, finde ich. Also es zeigt einem dann auch nochmal eine andere Seite von sich selber. Yeah. Ja. Was hast du für eine Kindheit gehabt? Mega schöne, also sehr behütet. Ja, meine Eltern haben sich entschieden, als ich 9 war, das war schwierig. Aber sehr... meine Eltern beide sehr kreativ, sehr gefördert worden, in einem schönen Haus und so. Halt so ein bisschen das linke Pack am Bonzenhügel in einem sehr SVP-lastigen Dorf. Also, und das ist dann uns nicht immer nur zu gut gekommen als Kind. Das ist ja dann fast noch extremer. Was? Ja, der Kontrast. Ja, ja, das ist so. Also das, und trotzdem, ich würd die Jugend auf dem Land nie hergeben. Also ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Und das würde ich auch nicht anders wollen. Ja. Yeah. Das heisst, spürst du jetzt das Land immer noch in dir? Ja, also ich Hutsch für immer und Turmverein Kränzli. Das ist noch so richtig, weißt du, so ein kleiner Feiglingshaufen vor dem Volk. Das ist noch so richtig. Nein, eben ich habe es sehr naturverbunden, sehr nahe, im Wald und so und viel draussen und viel, gell, eben so, also Fernsehen hat es irgendwie eine Stunde am Tag gegeben und natürlich habe ich das dann kompensiert, als ich älter geworden bin. Irgendwann. Aber, das ist aber eigentlich noch viele Stunden. Ja, einfach irgendwie eine gute Nachtgeschichte. Yeah. Und dann noch sonst irgendwie, ich weiß nicht mal, ob ich eine Stunde dürfen. So mit 2.
Emanuel 27 auf Sat 1 am Viertel Belfi. Nein, ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Ja. Oh, und wenn hast du denn, wie will ich sagen, wenn hast du denn bewusst angefangen zu schreiben? Gar nicht. Also schon irgendwann, aber also ich glaube, das Kreativen und so, das habe ich immer gehabt. Ich war immer der Clown gewesen, ich bin immer, Humor ist bei mir immer wichtig gewesen und ich bin auch immer so in der Theatergruppe bin ich immer so die gewesen, wo die Clown-Rolle gehabt hat und so. Und dann bin ich einfach halt im Gymi, ist sehr deutlich gewesen, dass Sprachen mir sehr gelegen sind. Mhm. Und was ich dann im Psychologiestudium ein bisschen gerecht hat, weil dort so irgendwie einfach einen riesen Block Statistik hast und ich einfach so, ha, das hat mich also recht gefordert dann. Und habe mich dann, also ich habe mich eigentlich viel mehr mit Humor auseinandergesetzt im wissenschaftlichen Sinn, bevor ich überhaupt angefangen habe, wirklich schreiben. Mhm. Also schreiben ist mir immer leicht gefallen. Yeah. Das ist etwas, auch aufsetzen und so. Ich hatte dort immer einen Sechser gehabt. Das war meine kleinste Übung. Und dann bin ich, also ich habe dann eben Psychologie studiert und habe dann einen Abschluss gemacht in kognitiver Psychologie, also allgemeiner Psychologie, also nicht therapeutisch oder klinisch, obwohl das dann im Nebenfach gehabt. Und habe meine Masterarbeit im Bereich Humor gemacht und habe dann auch, also ich habe ab dem zweiten Studienjahr habe ich 5 Jahre lang relativ intensiv Humorforschung betrieben. Also auch mit internationalen Publikationen und so. Das war wirklich cool gewesen. Also wie dort hat es im allgemeinen Psychologiedepartement hat's einen Professor gehabt und das war dann mein Mastervater gewesen, sozusagen. Das klingt so mein Mastervater total für so ein kleiner Österreicher, super. Und der hat sich sehr mit Humor beschäftigt und eine von seinen Assistentinnen war dann meine Oberassistentin gewesen, und mit ihr habe ich wirklich ganz intensiv Humorforschung betrieben und meine Masterarbeit habe ich dann über Schadenfreude geschrieben. Yeah. Genau. Und das ist halt sehr spannend, weil Humor ist innerhalb von der Psychologie sehr ein neues Feld, also auch nicht mehr so, aber viel neuer als die ganzen Pathologien, oder? Ich meine, man hat zuerst einmal müssen den Leuten helfen, die krank sind, und dann hat man sich angefangen mit anderen Phänomenen beschäftigen. Ja, und mit den leichten Themen. Genau, richtig. Hat dann aber dort schon auch herausgefunden und ich glaube, das ist etwas, wo man nicht vergessen darf, dass natürlich gerade Humor auch etwas sehr Prophylaktisches hat. Also es geht nicht nur darum, den Leuten zu helfen, die krank sind, sondern dass man auch schaut, hey, wie bleiben wir eigentlich gesund? Und da gibt es auch ganze Forschungszweige, die sich mit Gesundheit und Humor befassen. Und ich habe mich dann so ein bisschen mit, das klingt jetzt alles so hochgestochen, so gelächterspezifischen psychischen Störungen beschäftigt. Also es gibt ja Leute, die krankhafte Angst haben, vor dem ausgelacht werden. Dann sagt man Gelotophobie. Es klingt ein bisschen wie ein Glasseladen, aber und das, was ich aber angeschaut habe, das ist Katagelastizismus. Also das ist eigentlich Schadenfreude in Extremis, dass du wirklich auch Situationen für andere kreierst, in der Absicht, dass die sich lächerlich machen. Ah, wow. Also und da gibt es dann so Scales, es gibt so Fragebögen und so, wo du dann siehst, wie gelotophob bin ich, also wie fest habe ich Angst vor dem Ausgelacht werden, wie gelotophil, es gibt auch Leute, die Freude haben, wenn sie ausgelacht werden, also da gehen wir wahrscheinlich... Ich wollte sagen, das ist eher in die Richtung, genau. Und dann gibt es eben die wirklich extra andere Leute in Situationen bringen, wo sie dann sich auslachen können. Das sind ja eigentlich Prankster. Ja, also ich finde, Prankster ist so ein bisschen die sanfte Form. Da gibt es wirklich solche, die fies sind. Also, ich habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt, zu schauen, haben die Leute einen Mangel an Empathie. Also schnallen die gar nicht, was sie machen. Und bei den meisten von denen, bei meinen Versuchspersonen, ist das ein Trend gewesen, der sich bestätigt hat. Weil ich habe ja eine Theorie über Schadenfreude, die ich hauptsächlich auf mich beziehe, natürlich. Mhm. Ich habe irgendwann festgestellt, dass meine Schadenfreude eigentlich aus purer Empathie ist. Ja. Weil mein Bewältigungsmechanismus ist Lachen. Ja, ja. Grundsätzlich. Mhm. Wenn mir irgendein Scheiß passiert, Janik, meine Freundin, sagt sogar, ich würde auch, wenn ich hässig bin, würde ich lachen. Mhm. Weißt? Ja. Was ich nicht so merke, aber anscheinend. Ja. Du bist besser als ich schreien. Und ich denke dann immer, ich habe das mal in einem Solo-Podcast ich das erzählt, wo einfach per Zufall wir gesehen haben, wie der Schädler an der Langstrasse angefahren worden ist. Es ist einfach wirklich, wie kann so etwas passieren? Also, der Moritz? Ja. Wir sind an die Premiere gelaufen vom Charlie.
What? Und, okay. Und dann wirklich macht es einfach so, boom, und irgendwie einer geht so auf. Siehst du, lachst schon wieder. Aber ist mir etwas passiert? Nein, zum Glück nicht. Okay. Er hat auf den Schock gehabt, der Arme. Ja, aber ja. Er geht so auf die, wirklich wie im Film, so auf die Motorhaube und rutscht nachher so runter, ja. Und drauf steigt irgendwie aus, ist komplett unter Schock. Und Moritz liegt irgendwie so am Boden und gibt ihm einen Fistbump. Sagt so, hey, Moritz. So typisch. Und scheiße, ich weiß noch, wenn ich dort gestanden bin und ich so, das ist der Schädler. Und dann das Zweite, was ich sage, ist, natürlich ist es der Schädler. Weißt du, irgendwie so, es ist für mich so logisch gewesen, ja. Wenn ich jemanden sehe, an der Langstrasse angefahren werde. Ja, dann muss es Moritz sein. Ja, das hat typisch. Und ich habe nachher so einen unglaublichen Lachanfall gehabt. Ich bin auch ein bisschen unter Schock gewesen, oder? Ja. Aber eben jedes Mal, wenn ich es jemandem erzählt habe, habe ich Tränen gelacht. Und dann habe ich dann so für mich gemerkt, shit, das ist nicht Schadenfreude im Sinne von, haha, ja. Der Idiot oder irgend so etwas, sondern wirklich so, fuck, ich kann das so nachempfinden und das ist mein Coping-Mechanism. Ja, aber das ist etwas anderes. Dann ist es aber nicht Schadenfreude. Aber es wird natürlich als das Wort genommen. Ja, ja, weil du lachst. Weil ich meine, alle stehen dort so im Schock und einer verreckt vor Lachen. Ja, ich meine, Schadenfreude muss ja nicht immer nur in Lachen geäussert werden. Ja. Yeah. Ich meine, Schadenfreude anders. Kannst du dich zum Beispiel fragen, hey, wenn jetzt jemandem etwas Schlechtes passiert, wo du einen schlechten Mensch empfindest. Ja. Yeah. Oder? Und das ist, Schadenfreude habe ich zum Beispiel persönlich sehr wenig. Also ich bin dann eher die, auch bei Leuten, die ich zum Beispiel nicht mag, wo ich dann finde, ach, das ist wirklich einfach nicht gut oder scheiße oder keine Ahnung. Und dann gibt es so ein, zwei Leute, die ich finde, ja, du los, what goes around, comes around. mit dem kann ich jetzt relativ gut umgehen. Karma, Karma, Baby. Wie? Karma. Ja, wirklich. Also dass man das wirklich so ein bisschen findet, hey, also vor allem, wenn jemand zu anderen böse war oder wirklich gemeine Sachen gemacht hat oder schlimme Sachen und wenn er mal eine Watsche zurückkommt, dann kann ich dann schon sagen, du, also, auch wenn ich von den Watschen an und für sich nicht Fan bin. Mhm. Aber dass ich dann schon auch ab und zu sagen kann, das finde ich jetzt, das hat mir jetzt schon mehr Leid da im Leben. Gescheit recht. Ja, das hast du jetzt. Genau. Ja, ja, das also kann ich natürlich nachempfinden. Mhm. Also das ist klar. Hast du, ich habe das mal gekauft, der Sigmund Freud hat ja mal ein Buch über Humor geschrieben. Hast du das dann auch gelesen in deiner Nein, keine Freude, das ist natürlich alles schon sehr... Darum hat es mich bewundert genommen, weil es wirklich so, es ist Anfangs 20. Jahrhundert. Ja, ja, das sind all seine Werke, gell, sind zwar Pionierarbeiten, aber sind mittlerweile ja wissenschaftlich ziemlich widerlegt, obwohl es immer noch die Strömungen gibt. Also, gell, gewisse Sachen hat man übernommen und weiterentwickelt etc. Also, ich wollte jetzt da nicht Freud-Bashing machen. Ich muss auch sagen, ich weiss einfach zu wenig darüber. Also auch die Perzeption von Humor hat sich natürlich verändert oder über die Jahre. Also ich meine gerade jetzt, wenn man die Entwicklung von der Comedy-Szene oder vom Humor jetzt bei uns anschaut, mir ist es allerdings fast schnell und zu wild und schmerzhaft und zu grob. Yeah. Ich kann zwar schon auch darüber lachen, aber es ist grundsätzlich Gesundheit. Danke. Grundsätzlich habe ich zum Beispiel viel mehr Freude an einem Emil Steinberger, der gegen sich ging. Das ist ja das, was ich mache. Also wenn ich mich lustig mache, dann meistens über mich selber. Ja. Yeah. Weil ich keine oder nicht viel Kunst gesehen drin, andere zum Lachen zu bringen, wenn jemand anderen muss brüllen. Also dass sich über Randgruppen zu... Natürlich gibt es... Funktioniert offensichtlich, hat offensichtlich einen Markt. Aber das ist jetzt für mich nicht eine grosse Kunst. Ich finde es viel mehr Kunst, wenn man die Leute hat, zum Lachen bringen, ohne dass jemand anderes drankommt. Und bei mir merke ich, das funktioniert hauptsächlich über mich selber. Yeah. Und für das bin ich ja da, für das stehe ich ja auf der Bühne, dass man über mich lacht. Also, Job done, würde ich sagen. Absolut. Ja. Und ich habe das Gefühl, bei mir ist das natürlich in der Kindheit ist das mein Verteidigungsmechanismus. Ja, was hat deine Mutter doch irgendwie am Swiss Comedy Award? Was hast du gemacht an der Weihnacht? Hast du Eintritt verlangt? Für die Weihnacht? Wie heisst es jetzt? Gesichter und Geschichten? Ja. Zusammenschnitt. Dort ist deine Mutter. Ah, wirklich? Ist das der Kopf? Das ist so darum gegangen, da anfangen. Genau, ich weiss, dass wir das Interview gemacht haben. Also sie. Und ich bin eben dran gestanden. Ja. Und ich habe es dann irgendwann hab gesucht, weil ich gedacht habe, wenn es nicht mehr ist, will ich es meiner Mutter schicken. Ja. Oder? Und ich habe es nicht gefunden. Ja, es ist irgendwie am Tag nachher.
Affair hat es irgendwie so einen kleinen Zusammenschnitt gehabt. Ja, anscheinend habe ich, eben das habe ich nicht mal mehr so genau gewusst, ich habe Eintritt verlangt für Weihnachten. Ja, ja. Ich finde das ein brillantes Businessmodell. Also es ist, ich meine, ich habe dich... Bei uns haben alle einfach irgendwie den Blockflöte gespielt. Was soll das bedeuten? Ich habe dann Klibi und Caroline gemacht nachher. Yes. Ich habe es geliebt. Ja, logisch. Klibi und Caroline war mein Jam, Mann. Ja. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ja. Weil ich es geschafft habe, dich als riesen Klibi und Caroline-Fan. Ja, in die gleiche Show. Ja. Und er hat mich dann noch heimgefahren. Er hat mich heimgefahren, weil es hat geschneit. Und ich habe gesagt, hey, nein, ich muss im Fall gehen, ich muss gehen. Und er, nein, ich fahre dich heim. Und er hat mich wirklich bis an meine Haustür gefahren. Das ist so eine Legende. Ja, also das habe ich immer so einen Betrag gemacht. Und es ist wirklich so ein richtiger Monsieur, weißt du? Das ist wirklich so... Ja, es ist ein Liebenswürdiger. Yeah. Ja, finde ich auch. Find ich. Und das ist ja auch etwas, wo ich merke, dass zum Teil... Wenn du die Leute dann mal kennenlernst, weißt, das ist, also das denke ich immer wieder, wenn ich dann so Leute treffe, die mich sehr prägt. Emil habe ich jetzt mehrfach getroffen. Und es ist jedes Mal wieder so ein, das ist schon ein grosses Vorbild von mir. Yeah. Comedy-wise, ich kenne ihn persönlich zu wenig, um sonst etwas können beurteilen, aber das ist lässig. Ja, das sind ja die Out-of-Body Experiences. Wirklich so, wenn du das dann irgendwie könntest in einem anderen Kontext anschauen, du kannst es zum Glück nicht. Also, es ist ja eigentlich ja gesund. Ja, sonst würde es gar nicht gehen. Nein, gar nicht. Aber ja, das... Ja, was meinst du, wie nervös ich jetzt bin? Ich bin sehr erstaunt, dass du überhaupt zugesagt hast, du anders zu gehen. Warum? Von lauter Nervosität meinst du? Ich muss pipi, sie muss pipi. Aber ich meine, dass ich den Mittermeier schon so oft persönlich habe können sehen und mit ihm reden, dass ich jetzt eben nicht mehr das habe. Ja, dass das überhaupt möglich ist, es ist so, Leute, so absurd. Wo es dann irgendwann zu Freunden werden. So geht es mir mit dem Bühnenhuber. Ich bin relativ gut mit dem Bühnenhuber befreundet. Yeah. Das war am Anfang immer noch so total strange gewesen. Und jetzt ist es einfach der Bühne. Ich finde dann immer, es tönt so, weißt du, einfach der Bühne. Yeah. Aber es ist. Ja, er macht es einem aber auch einfach. Yeah. Er ist einfach. So, komm jetzt da. Yeah. Und so. Und dann hockst du bei ihm auf der Terrasse. Und es ist einfach ganz ein außergewöhnlicher Mensch. Yeah. Und dann hast du so das Gefühl, wow, dass der in meinem Sammelsurium mal Freundin ist. Das ist schon etwas Außergewöhnliches. Ja. Ja, und wenn du das dann irgendwie würdest, also dir selber sagen, vor 20 Jahren. Ja. Dort könntest du es nicht handeln. Nein. Und darum ist ja irgendwie eben wie gesund, dass das halt so Schritt für Schritt passiert. Ja, das ist so, man wächst dann so in die Szene rein und so. Das genau. Ja. Das habe ich so absurd gefunden mit eben schon nur der Comedy-Szene, wo ich angefangen habe. Das halt einfach so, wie es jetzt ist. Wo ich kennengelernt habe, hast du gedacht, wow, jetzt. Ja, aber auch. Nein, aber auch. Also so wirklich, es gibt, nein, aber es ist halt schon so, dass das sind alles Leute, wo irgendwie die schon irgendwie parallel begleitet haben. Ja, irgendeiner Form, und, das ist wahr. Und jetzt sind die Schritte ein bisschen länger und grösser, weil die Szene so gross geworden ist. Ja, das ist wahr. Aber, also weißt, es ist sogar so absurd, dass bevor ich überhaupt mit Comedy angefangen habe, schon so viel kennt habe von der Szene. Weißt du, so. Ja, aber dort hast du ja noch Radio gemacht, oder? Radio und wegen der Late-Night-Show vor allem. Okay. Weil dort hast du dann irgendwie einfach... Fangst auch in Kontakt gekommen damit. Ja, du bist einfach irgendwie so ein Anfangs 20-Jähriger, der eine Live-Show macht und einfach die Chuzpe hat. Ja, ich glaube, das braucht auch Mut, oder? Victor Jacobo auf Twitter anzuschreiben und sagen, kommst du mal in meine Show, es gibt kein Geld. Also, weißt, ja, aber das ist ja gut. Oder? Und dann, so einen coolen Typ braucht wie der Victor, der sagt, ja, das ist so. Und so weiter. Also weißt du, mega viel von diesen Beispielen. Und das ist dann irgendwie so das Absurde gesehen für mich zu dieser Zeit. Aber ich meine, deine Karriere war auch kein Kalkül gewesen, oder? Also man hat so das Gefühl, wenn man das plant, dann funktioniert es seltener, als wenn es einfach organisch passiert. Also ich glaube, das ist... Also ich kann es immer wählen. Ja, aber es hat keinen Masterplan gegeben, wie man das macht. Ja, eben, den gibt es auch nicht. Yeah. Das ist ja der Punkt, oder? Und ich glaube, das bin ich immer wieder gefragt worden. Also ich meine, mein Karriereweg ist ja völlig ein Querer. Yeah. Und
dann sind natürlich häufig auch junge Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, du, ich würde auch gerne schreiben, wie mache ich das am besten? Und was ist dein Rezept? Und mein Rezept ist, dass ich nie eins kann. Yeah. Und ich habe wie auch... Ich glaube, ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich das machen konnte, was ich am besten kann und am meisten will. Mhm. Und dass das die Leute auch noch gut gefunden haben. Und da gibt es einfach keine Garantie dafür. Also ich habe die richtige Zeit getroffen, ich habe den richtigen Nerv getroffen und ich habe die richtige Unterstützung gehabt. Mhm. Also das war nicht nur ich alleine gewesen. Und ich habe am Anfang extrem viel geschrieben. Ich habe einen wahnsinns Output gehabt, wenn ich das Ganze... Und das nicht einfach, weil ich das wollte, weil es mir Spass gemacht hat. Und ich glaube, das ist so wie der Schlüssel zum Erfolg, dann ist einfach Authentizität. Also du kannst das nicht künstlich machen, habe ich das Gefühl. Aber ich weiss nicht, wie du das siehst. Nein, also lustigerweise sehe ich manchmal mehr in der Musik zwar, aber ich sehe schon ein paar Leute, wo ich so denke, oder wo ich es dann auch weiss, weil sie es effektiv mal gesagt haben, dass ganz klar nur der Business-Aspekt dahinter ist. Und dann werden die Songs halt auch wirklich so... Also das sagen, ich mache das jetzt nur, weil ich weiss, das wird funktionieren. Genau. So, und was ist gerade so jetzt so ein bisschen, was ist gerade so ein bisschen im Trend, musikmäßig, also gehen wir in die Richtung, machen das. Also so viel Kalkül dort. Ich glaube halt, Comedy ist ein zu wenig sexy und lukratives Business, um das nur mit Kalkül zu machen. Ja, und wenig kalkulierbar, habe ich das Gefühl. Es ist halt so gut, Musik ist natürlich auch subjektiv. Aber kann ich natürlich sagen, gewisse Genres kommen viel besser an. Und gut, in der Comedy, das hat natürlich schon auch so wie gewisse Stränge, wo klar funktionieren. Oder? Es war schon lange so die Mann-Frauen-Geschichte. Ja, und trotzdem denke ich dann so, weißt du, Divertimento unbestritten immer noch die erfolgreichsten und grössten in der Schweiz. Mm. Und ich weiss nicht, wie viel in den 11 Jahren, die ich jetzt Comedy mache, wie viele Duos ich gesehen habe, die gefunden haben, wir machen das jetzt auch. Ja, und das stimmt. Und nichts passiert ist nachher. Mhm. Also, weißt, also, wo gekommen sind und wieder verschwunden oder gar nicht erst gekommen sind. Genau. Also, ja, okay. Wo wirklich halt, siehst du sie auf einer offenen Bühne oder was weiß ich. Und das funktioniert einfach nicht. Ja. Einfach nicht mehr. Mhm. So. Also, ich glaube, eben dort ist, wie du sagst, es ist auch nicht so gut kalkulierbar. Ja, also, ich glaube, es ist wirklich. Also, und was bei mir natürlich schon ein bisschen anders ist als wirklich bei Stand-Up-Comedians oder Comedians. Stand-Up ist für mich ja mehr ein Hobby. Also ich mache ja eigentlich kein Stand-up mehr jetzt. Yeah. Wenn, dann wirklich nur ganz, ganz sporadisch. Ich bin jetzt vor 2 Jahren bin ich in Berlin an einem Roast gewesen. Und das aber auch nur, weil ich das mit jemandem können machen konnte, den ich kenne. Ja, und das ist ja auch eine sehr spezielle Kunstform. Genau, und eigentlich bin ich der Typ, der anfängt zu brüllen. aber weil ich halt, und das ist der Marcel Mann, den ich extrem schätze, ist wirklich ein guter Freund von mir. Er ist grossartig, der ist wirklich sensationell. Und dort habe ich wie das Gefühl gehabt, gut, mit ihm kann ich das. Und das ist wirklich, dadurch verglichen mit anderen Perlen, die viel weniger fies waren. Es war schon fies, aber wohlwollend fies. Also man hat gemerkt, wie gerne wir uns haben. Und wir haben auch die Jokes eigentlich mehr oder weniger füreinander geschrieben. Also jetzt ohne da zu sagen, wir haben nicht alles füreinander geschrieben, aber einfach, wir haben einander immer wieder Inputs gegeben, wie es noch fieser. Yeah. Also wie ich kann sagen, hey, den kannst du einfach voll reinhauen, das ist mir gleich. Aber ich habe ja dann die Lesungen angefangen und bisher merke ich, das macht niemand anders. Ja. Yeah. Und das, ich komme nicht raus, warum. Also, ja, so das Kolumnen, es ist halt Kolumnen und Comedy in einem, oder? Die Übung, das ist ja, das sind zwar die Texte, aber noch viel Geplapper dazwischen, dann wieder Einschübe und ich habe natürlich den Vorteil, ich habe dann auch traurige Text zwischendurch, das ist wie so ein Reis eigentlich. Die Leute lachen, die Leute brüllen, die Leute denken nach. Und das, was ich, das ist, also ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich finde das so ein hoher Stress. Im Stand-up, du brauchst die eine Reaktion, wenn die nicht kommst, stehst du einfach dort und hörst Grillen zirpen. Ja, wer hat das jetzt gerade kürzlich gesagt? Irgendjemand. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich würde sehr gerne die Person zitieren. Und halt vor allem am Anfang. Der Russell Howard hat das gesagt. Mm. Und er sagt, du brauchst mega lang zum checken, wenn es mal still ist,
ob es Gleichgültigkeit ist oder ob sie dabei sind. Ja, das ist weil, so. Weil Stille, auch in einem Stand-up-Programm, ist nicht per Definition etwas Schlechtes. Ja, das ist so. Man hat den Stress, dass man das Gefühl hat, es darf keine geben. Und dann wird es schneller und dann kommst du noch mehr in den Stress. Und dann ist das Durchspulen und bla bla bla. Und ich bin eben gar nie über das rausgekommen, weißt? Also das so können, weißt, rausgespüren, weil ich habe mich selber dann nicht gespürt. Ja. Ich habe dann das Gefühl, ich muss performen. Es ist, ja, es ist natürlich auch gemein, weil ich sage jetzt, bei Kurzauftritt ist es auch viel mehr die Disziplin von bam, 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 bam. Ja. Und bei einem Solo kannst du dann eben die Zeit los. Das ist wahr. Und du kannst die Leute auch wirklich auf eine Reise mitnehmen und kannst sagen, hey, und jetzt nach dreiviertel Stunde wird es mal schnell ein bisschen ruhiger. Ja, und das ist auch okay so. Ja. Und das ist eigentlich wirklich nur, solange man dem Menschen das Gefühl gibt, dass das auch okay ist, dann funktioniert es. So. Genau. Ja, das ist richtig, oder? Aber das musst du zuerst lernen aushalten. Genau. Und das ist aber genau der Punkt. Interpretieren. Yeah. Und für das musst du sehr sicher sein, dem, was du machst. Ich glaube, auf das Level bin ich gar nie gekommen. Also ich habe es immer gerne gemacht. Yeah. Ich habe vor allem gerne organisiert. Yeah. Also, das habe ich super gefunden. Also, als wir da unser Comedy-Kollektiv hatten. Das war mega geil gewesen. Es war super gewesen. Also ich meine, der Raffi hat ja mit dem angefangen. Es war eigentlich das erste kleine Mixed-Show in einem Club. Oder? Wo die Zucki am Anfang. Dort ist ja, einfach eher der Sevi Reichiger und der Guy. Landolt haben das als Gruppe gemacht. Dann ist der Kavi Garcia dazugekommen. Und ich weiß, bin ich vor dem Kavi gewesen oder mit dem Kavi? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann sind wir dann in die Kanzlei und das Ganze Komikaze geheissen. Yeah. Und am Schluss ist dann der Fabian Unterrecker ja auch noch in das Team gekommen. Mhm. Und das hat mir Spass gemacht. Das habe ich lässig gefunden, das Organisieren von diesen Shows. Yeah. Und das Moderieren auch. Also weißt, wirklich kurz und dann bla 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 bla, nächst. Aber das Performen selber, also ich habe das sehr stressig gefunden, weil ich halt eine Geschichtenverzählerin bin. Und dann sind meine, wenn ich dann dich anschaue oder einen Charlie, oder, und dann bin ich dann meistens in diesen Mix-Shows, wo ich dann Gast war, bin ich dann zwischen zwei von euch rein gewesen. Und ich bin halt, meine Geschichten brauchen länger. Oder? Es ist nicht Yeah. Und dann musst du eben aushalten, dass die Typen vielleicht gleich eine gute Zeit haben, aber nicht gleich reagieren wie vorher. Yeah. Und ich weiss nicht, bin ich zu unsicher oder zu eitel oder zu... Das hat mir dann Stress gemacht. Irgendwie. Ja, aber wenn ich überlege, dass du schreiberisch so einen Output hast und dann das noch on top machst. Mm. Also eben denke ich dann, wo hast du überhaupt die ganze Zeit Damals habe ich ja noch kein Kind gehabt. Also, mittlerweile ist schreiberisch eben nicht mehr so ein Output. Das ist der Punkt. Also das hat sich schon sehr gewandelt. Jetzt mache ich die Tour mit dem älteren Thema. Oder? Also die Touren haben ja immer wie Themen gehabt. Also je eins pro Buch, das ich rausgegeben habe, eine Tour. Dann eine Tour d'Amour, wo wirklich einfach nur um die Liebe gegangen ist. Yeah. Und jetzt die Oh Baby, die Oh Baby Tour. Und da ändert sich dann natürlich auch das Publikum. Und wenn du so einen Themenabend hast, dann können dann alle mitfühlen und dann sind die auch unterhalten. Wenn ich mit so einem Mama-Thema an eine Mixed-Show komme und dort hocken irgendwie 95% Dudes, die Single sind, dann denken die, oh Gott, Mutter, wirklich, noch mal so eine. Also. Jetzt merke ich schon, ich habe so ein bisschen Kids-Material, wo natürlich nicht ist, ich, der Vater, erzähle jetzt von meinen Kindern, weil das bin ich nicht, sondern es ist mehr so, halt eben so ein bisschen die äußeren Beobachtungen. Und das merke ich natürlich auch, je nach Show, denke ich so, ja, da können wir jetzt den Kids-Teil auch wegstreichen. Da können wir jetzt eigentlich weglassen. Ja. Und umgekehrt aber auch mit anderem Zeugs, wenn ich dann so finde, jetzt habe ich so ein kleines Bitte über etwas sehr Spezifisches von TikTok. Mhm. Und einfach so weißt, schaust gewisse Gesichter an und denkst, heute muss ich das nicht machen. Ja. Ja, da wäre ich wahrscheinlich so Tick-Wart. Ja. Aber halt einfach jeder Mensch, der TikTok hat, weiß, von was ich rede. Ja. So, also weißt du, das ist dann halt. Das finde ich eh mega faszinierend. Ich habe gerade TikTok. Wie heute die Welten so speziell nischig sind. Dass wirklich einfach, du kannst über etwas reden und das holt, keine Ahnung, von 100 Leuten holst 10. Aber so fest ab, dass wenn du sagst, ich könnte ein Programm über das machen und alle Menschen, die das interessiert, die das schauen würden, die fänden das Geilste. Mhm. Aber dass du überhaupt noch Sachen findest, ja, wo alle
Ja, wo ja. Ein Grossteil zumindest. Eben drum. Also entweder hast du eine Tour, wo die Leute schon wie wissen, auf was sie sich einlassen und dann wirklich nur die entsprechenden Leute überhaupt kommen. Mhm. Oder musst du dich halt anpassen. Oder? Also das finde ich noch schwierig. Wenn, oder nimmst Themen wie die Liebe, wo alle beschäftigt, oder Dating. Oder wie irgendwann ist das alles auch passiert im Leben damals. Zwischen den Krieg. Gut, mittlerweile weiss man ja nicht mehr zwischen den. Das ist schon, also ich finde das mit der Themenfindung noch schwierig. Gell? Ich habe jetzt halt einfach, darum ist es ja auch ein Blog ursprünglich, es ist wirklich einfach mein Leben. Yeah. Da hat sich auch Followerschaft hat sich natürlich verändert, weil früher habe ich über Single-Themen geschrieben, dann über die Liebe finden und jetzt über das Kind. Und da gehen viele und da kommen aber auch viele. Yeah. Und mit dem kann ich tiptop umgehen. Darum bin ich so Fan von diesen Plattformen wie Facebook und Instagram. Kann jeder einfach abonnieren, du zahlst nichts. Yeah. Und ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Und wenn jemand mich gut genug findet, dann kauft er vielleicht mal ein Buch oder kommt an eine Lesung. Mhm. Und das ist für mich eigentlich ein Prinzip, das für mich sehr stimmt. Ich finde, hey, die sollen anfangen, Geld auszugeben für mich spezifisch, wenn sie mich genug gut finden. Mhm. Aber dann einfach keinen dummen Latz haben, wenn das, was ich mache, nicht mehr dem entspricht, was sie gerne wollen. Das ist gratis. Also sorry, ich bin keine Jukebox, wo du auf den Knopf drücken kannst, der dir gefällt und das kommt dann raus. Sondern einfach, hey, unfollow und das ist dann, und so gefällt es mir. Das finde ich lässig. Ich sehe es genau gleich. Mhm. Weil wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt nur schon die Tryouts, aber auch die letzte Tour, so sagen wir alles nach Corona, wo es wieder anfängt zu laufen, dann fragst du irgendwie, wer hat mich schon mal live gesehen? Mhm. Und es sind 5% oder so. Okay. Also in den Shows jetzt fragst du das, ja. Und aber zwar ist cool. In den Solo-Shows. Aber oder? Das ist ja cool. Das ist mega geil. Ja. Ja. Und es sind Leute, die irgendwie zum ersten Mal überhaupt eine Comedy-Show gehen und so. Und dort merkst du dann auch, sagst, aha, also die Leute, die ich irgendwie vor 10 Jahren beim Solo hatte, ich weiß nicht, wer da jetzt noch rum ist und das nochmal will schauen oder was weiß ich, sondern das soll auch immer in einem konstanten Wandel sein. Genau. Ja. Und ich glaube, dann funktioniert es auch. Also weißt du, ich habe jetzt das Gefühl, wenn du jetzt noch würdest, das funktioniert, das hat funktioniert, ich schreibe jetzt immer noch Single Stories. Ja, genau. Oder? Genau. Und es ist langsam so eine richtige Kunstfigur, wo eine Single-Kolumne nach der anderen raushaut. Richtig, das ist ja genau wieder das, was wir vorhin mit dem Kalkül hatten. Du kannst das nicht künstlich. Also natürlich kannst du deine Themen ein bisschen steuern. Ja. Und ich glaube, von dem haben wir sogar schon vor 3 Jahren geredet, oder? Dass man sich irgendwann auch selber anfängt zu zensieren, weil ich wieder den Backlash nicht will. Ja. Und es gibt dann wie gewisse Themen, wo ich weiss, jetzt muss ich den Gedankenstrang, den ich da noch dazu habe, wo vielleicht ein bisschen kontrovers ist, den muss ich jetzt da nicht einschreiben, sonst gibt es dann einfach wieder Hickhack. Mhm. Und ich habe keinen Bock auf das. Ja. Und da kann ich dann wie entscheiden, wie wichtig ist mir da meine Meinung kundzutun und dann gibt es halt Reaktionen drauf, so funktioniert die Welt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich das nie mache, es gibt Themen, die mir zu wichtig sind, aber ja, ich kann das mittlerweile relativ gut steuern und also wie viele Reaktionen das ich will. Ich weiss häufig bei einem Text schon, wie die Leute werden darauf reagieren. Ja. Also mit der Zeit kennst du das also ein bisschen. Ja, macht die Erfahrung aus, oder? Genau. Ja. Mm. Und dann überlegst du aber nicht, die Leute werden so reagieren, darum schreibe ich jetzt den Text. Sondern eher nein, das überlege ich, wie wenn ich geschrieben habe, soll ich publizieren oder nicht. Genau. Oder in welcher Form tun publizieren. Ja. Also schreiben tun und publizieren tun wahrscheinlich auch. Nur überlege ich mir gut. Nein, ich tue nicht vorher ansitzen und denke mir, was könnte mir jetzt möglichst viel Applaus. Also, natürlich in einer Art und Weise schon. Ich will ja, dass die Leute Freude haben. Ja, natürlich tut sich beides immer gegenseitig befruchten. Und ich will auch Freude haben. Yeah. Also, genau, richtig. Aber nein, ist jetzt nicht so, dass ich ansitze und denke, wie kann ich jetzt möglichst viel Applaus provozieren. Nein. Ja, das denke ich auch, weil. Schon nur bei allem, was man macht, denke ich aber auch bei der Comedy. Wenn man dann eben schon überlegt, wird das meinem Publikum gefallen, bevor man sich überhaupt auf die Bühne getraut mit dem,
dann geht es meistens irgendwie schief. Und eben dann kriegt es so eine klare... Das glaube ich auch, aber du leist es ein bisschen wie fest, in welchem Spektrum dass du dich bewegst und dort überlegst du vielleicht eher, was könnte im Publikum überhaupt nicht gefallen. Ja. Und das lässt dann vielleicht eher mal weg. Und vielleicht probiere ich es einmal. Ja, genau. Und du kannst auch schauen, genau. Was passiert. Weil das ist ja schön. Ich meine, das finde ich krass, wenn du einen Text raus tust. Mm. Dann ist es so. Ja, ist so. Und dann kannst du nicht sagen, bearbeiten. Ja, doch, kannst du schon. Das können einfach alle genau. Ja gut, wenn du es wirklich als Textform raus hast. Ja. Aber es ist schon ein anderer... Mm. Es hat schon etwas Definitives. Ja, also ich darf mich da jetzt auch nicht einbilden, dass die Leute die Expo von 5 Jahren noch gehen anlesen. Also, das versandert ja alles ein bisschen. Gut, dann ist das alles gesammelt. Yeah. Und das habe ich auch immer gesagt bei meinen Büchern. Du kannst das ist alles auch auf Facebook erhältlich. Also wenn man es gratis will, lesen kann, man muss es einfach suchen. aber so ein Buch ist natürlich, ich finde das immer noch etwas Schönes, ein Buch in der Hand zu haben. Ich müsste vielleicht wieder mal eins rausbringen. Wann hast du das letzte rausgebracht? Oh, warte jetzt, 14, 15, 16, 17. Ah, krass. Mhm. Ja. Und seit dem 17 nicht mehr? Mhm, dann sind ja alle vergriffen. Mhm. Also ich habe jetzt ab und zu mal wieder eine Kiste mitgenommen an einer Lesung oder so. Aber nein, die sind alle vergriffen. Jetzt könnte man überlegen. Und gell, das ist das Schöne bei mir, oder? Ich kann die selber verlegen und Werbung brauche ich. Also ich brauche keinen Verlag. Mhm. Mit Werbung kann ich über... Gell, also, es sind ja Instagram und Facebook zusammengezählt, sind es 100'000, aber dort hat es sicher auch Überschneidungen. Ich weiss nicht, wie viele das de facto sind. Yeah. Aber häufig sind das dann wirklich auch Leute, die schon investiert sind in meine Arbeit. Und natürlich habe ich dort wie mein Zielpublikum direkt vor mir. Mhm. Und das hat bisher immer funktioniert und das ist natürlich dann auch lukrativer, wenn du es selber rausgeben kannst. Dafür habe ich all die Bücher, die ich als von Hand verschickt. Ja. Aber es ist natürlich finanziell schon eine andere Geschichte, als wenn dir irgendein Verlag sagt, hey, du kommst XY% über dann, obwohl es dein Werk ist. Natürlich machen sie viel Arbeit und das wird alles verschickt bei dich und so. Aber ich glaube, für mich ist das die richtige Lösung gewesen. Das denk ich mir extrem oft bei vielen Sachen, dass halt irgendwie, man muss halt wie selber mehr machen, aber es belohnt sich dann auch. Ja, es ist halt dann auch dein Baby, oder? Ich bin dann wirklich immer mit meinem Mikrowägeli, gell? Ich habe dann die Bücher trainiert und bin jeden Morgen mit 200-300 Büchern, gerade von der Weihnacht. Ich habe sie immer von der Weihnacht rausgebracht. Die sind weg wie die heißen Weckli. Super gewesen. 4 Jahre hintereinander. Und das hat dann viel, das ist auch von Hand, gut, mit der Zeit dann von Hand angeschrieben gewesen. Am Anfang musste ich es wirklich drucken, wie so viele Bestellungen reingekommen sind in den ersten paar Tagen, dass es nicht anders gegangen ist. Aber ja, ich bin dann mit meinem Mikrowägeli auf Post und das hat wie so etwas... Ich glaube, ich bin einfach der hemdsärmelige Typ. Also ich habe ja auch nie ein Management gehabt. Yeah. Ich habe nie Werbung gemacht, außer für ehrenamtliche Sachen. Und ich glaube, das hat sich langfristig gelohnt. Ich habe sehr lukrative Angebote bekommen für Werbung. Aber ich glaube, für die Langlebigkeit von dem, was ich mache, und es sind jetzt doch sind 10 Jahre jetzt, wo es Pony M gibt. Yeah. Und ich glaube, ich wäre nicht mehr da, wenn ich am Anfang gefunden hätte, hey, die x-tausend Franken, die nehme ich jetzt, weil einfach Glaubwürdigkeit unter dem gelitten hat. Was ich an dem dann halt immer krass finde, ist, das habe ich mir jetzt vorher schon überlegt, wo man es irgendwie davon kann, eben so, man rutscht dann irgendwie so ein bisschen in das rein und man plant es nicht so wirklich. Man muss aber selber, wenn man es eben allein macht, muss man ja schon ein mega klares Bild haben. Es geht nicht um ein Kalkül, aber man muss halt einfach wie sich selber beraten die ganze Zeit. Und du hast eben nicht Hilfe. Nein, und ich habe ja auch keine Ahnung gehabt. Also, ich habe am Anfang Angebote angenommen und jetzt denke ich, Himmel. Ja. Aber das habe ich dann gelernt selber. Und ich habe das auch schwierig gefunden. Gell? Und ich glaube, das ist gerade wieder das Thema zum Thema Mann-Frau. Ich glaube, Frauen verkaufen sich selber häufiger schlechter. Obwohl, ich glaube, das fällt manchmal schon auch nicht einfach, für sich selber einen Preis festzulegen, gerade am Anfang. Heute kann ich das relativ gut. Und da tue ich wirklich auch Angebote ausschlagen, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt einfach unter Wert zahlt. Yeah. Und ihr wisst ganz genau, was ihr macht. Und ihr habt es jetzt probiert, aber das ist einfach respektlos. Also, ich tue gerne handeln. Aber ich finde, es gibt dann wie so gewisse Institutionen, die dir Löhne oder Gagen anbieten. Also, please. Ja. Aber eben auch dort merke ich so,
also jetzt ist es 11 Jahre, seit ich das allererste Mal Stand-up gemacht habe. Und ich behaupte, erst in dieser ganzen Corona-Zeit habe ich den Business-Aspekt angefangen zu checken. Erst dann. Ja. Und wenn du dann, also darfst du natürlich nicht, aber wenn du dann würdest zurückschauen, was in diesen 10 Jahren vorher alles schon gesehen ist, eben wenn du sagst, gewisse Angebote und so, und wie oft man einfach nach Strich und Faden verarscht wird. Ja, ja. Wo eben, wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast ein Management, das seit 20 Jahren in deinem Business ist, die schauen dann ganz genau auf das, wo sie wollen schauen und sagen, ah, also schauen wir schnell da. Oder das gar nicht erst, weißt du was? Das sieht weird aus, das sieht weird aus, Das ist so. Und das muss man eben irgendwie alles so sich selber beibringen. Und ja, das ist so. Und ich finde es dann so wichtig, dass man es das irgendwie möglichst vielen Menschen weitergibt. Ja, also weißt? Der Austausch mit anderen Leuten in der Comedy-Szene, oder das, ich meine, eben so eine Autorenszene, die gibt es eigentlich nicht. Also ich bin da wirklich in einer Nische. Sechs der Verlag von Kolumnenbüchern, also hat es Michel Roten gegeben, der das gemacht hat, und es gibt sicher noch ein paar andere, die Kolumnenbücher publiziert haben, aber dort meistens mit Verlag zusammen. Und der Austausch mit anderen, der hat mir gut getan. Das habe ich auch regelmässig gemacht. Also ich glaube, das ist etwas, wo ich gut nach Hilfe frage. Ich habe null Probleme damit zu sagen, das weiss ich einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Und bring es mir bei. Genau, und ich glaube, die Ehrlichkeit, die geht ja dann auch auf alle Seiten. Also weißt du, wenn ich dann also denke, es gibt ja keinen Grund, nicht jemandem zu sagen, wie viel, keine Ahnung, der Auftritt kostet. Ja, genau. Weißt du, so. Das weil, ist etwas komisch. Weil das ist eben, jetzt, wenn ich Anfragen kriege, kann ich den Leuten sagen, hey, ich kann euch von der ganzen Szene, ich würde es nicht machen, aber ich könnte euch eigentlich alle Preise sagen. Das heisst, wir sind untereinander sehr transparent. Ja. Das heisst, ich mache jetzt, mein Preis ist nicht ein erfundener Bullshit, sondern der ist in der Strukturierung, die sich organisch ergeben hat über die letzten Jahre, ist der ziemlich... Akkurat. Ja. ist ziemlich mit Marktwert entsprechend. So. Oder? Und gerade da finde ich dann auch zum Teil so ein bisschen, ich finde es dann schwierig, wenn... weil einem dann suggeriert wird, du bist gierig. Also, es hat mal, ich weiss noch, wann war das? Gewesen? Relativ, ja, nicht am Anfang. Ich würde sagen, so 2013 in Pony M. Grün, vielleicht 2015, 2016. Hat eine grosse Schweizer Firma, die unter anderem auch ein Möbelhaus hat seinen Katalog in ein Magazin umgewandelt. Und hat dort drin Content wollen. Ich mag mich erinnern, da hat denen ihre PR-Firma hat mich angefragt. Die war schon mal im Ausland, das habe ich schon so gekommen. und dann hat sie gesagt, wir hätten dich gern. Und da habe ich gesagt, ja, ist gut. Ja, du kannst dich ja da dann so ein bisschen verwirklichen. Und ich gesagt, ja, also Promo. Ja, genau. Das ist gute Promo. Das Magazin ist auch in vielen Haushalten, muss man sagen. Aber, so, ja, und dann kannst du dich ein bisschen verwirklichen? Und dann habe ich gesagt, ja gut, also, ihr fragt mich ja an, weil ihr mich kennt. Also, ihr kommt ja zu mir, weil ich so schreibe, wie ich schreibe. Nicht, weil ich eventuell mich dann verwirklichen und mich verändern kann. Und dann haben sie gesagt, ja. Und dann haben sie gesagt, was würdest du denn wollen pro Text? Da habe ich einen Preis gesagt. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist gut. Wir hätten gerne eine Probekolumne. Und dann habe ich gesagt, ja, das kostet den Preis. Und dann haben sie gesagt, nein, eine Probekolumne. Und ich habe gesagt, ja, das kostet... Der Preis. Ja, ich könnte jetzt Abend. Genau. Du sagst auch nicht, oh, ich tue jetzt mal ein bisschen Probe schiessen auf dem WC und dann überlege ich mir, ob ich das einbaue oder nicht. Oder zahlen oder nicht. Und da hat es dann auch so ein bisschen Beef gegeben und da hat dann auch die Dame am Telefon gesagt, sie ist schon ein bisschen bitchy. Und das finde ich dann so schwierig, wenn eine Frau sagt, ich stehe ein für das. Und dann kommt gerade so der Stutenbissigkeits-Bitchy-Aspekt. Und ein Mann ist einfach ein guter Geschäftsmann. Nein, mir wird es auch gesagt. Ah, ich du Bitch. Es hat auch bei den Frauen dann häufig so das wertende Element drin. Also Bitchy ist mir nie gesagt worden. Ja, also geht nochmal, es ist nicht häufig passiert. Yeah. Und ich habe dann lustigerweise mit jemandem in der Geschäftsleitung in der Schweiz Kontakt gehabt und die haben gesagt, sorry, das tut so leid. Wird das so erledigt. Und dann hat es während Covid hat's eine Anfrage von einer Schweizer Hochschule, wo irgendein Frauenkongress gemacht hat und dort auch irgendeinen Input hat wollen.
Und die haben mich dann irgendwie für einen ganzen Tag gearbeitet, also anreisen, morgen dann irgendwie ein Podium und am Nachmittag nochmal ein Podium und nachher noch irgendwie Flying Dinner, wo die Gäste sollen bleiben. Also ich wäre den ganzen Tag da gewesen, haben sie gesagt, irgendwie 1000 Stutz geboten. Und ich habe gedacht, hey, das ist ein Tag Arbeit, das kommt nicht in Frage. Yeah. Und habe dann gesagt, was ich mir vorstelle. Und dann haben sie mir so gesagt, was dann die anderen überkommen. Und dann gesagt, ja, das darf ich nicht, wie sagt man, disclosed werden. Dann habe ich gedacht, ah, okay. Da hat es dann dort schon Unterschied. Ja, was auch immer super schwierig ist. Und dann habe ich gesagt, du, da kann ich mich ja, also ich könnte mir sagen, wer so steht ist, dann würde ich mich gerne mit denen in Verbindung setzen und ich werde das verlangen, was der Bestzahlte unter denen überkommt. Und ich werde dann sehr gerne auch mit allen anderen reden, die dort sind. Das habe ich natürlich nicht so gesagt. Aber ich habe einfach gefunden, sorry, also jetzt laden da irgendwie 4 Gäste ein, die 2 Podien bestreiten miteinander, die den ganzen Tag dort sind, dann noch socialisen irgendwie nachher. Und dann haben sie, das war auch eine Frau gewesen, für einen Frauenkongress, hat mir gesagt, ja, sei schon noch verrückt, also A, dass ich mich, gerade wenn es um Frauenthemen geht, so streu bin. Und man würde ja meinen, dass Leute, die sonst auf der Bühne stehen, eigentlich um alle Aufträge während Covid müssten froh sein. Und ich habe so gedacht, das ist dann Frauenförderung, oder? Wir wollen den Frauen beibringen, für sich anzustehen und ihren Wert zu verlangen. Aber wenn sie es machen, dann sagen sie, ja, dann geht es auch nicht. Aber also für unsere Belange solltest du dich gratis hergeben oder schlechter zahlt. Also man geht gerade über die Moral. So, hey, aber es geht doch um Frauenthemen, darum solltest du. Also weißt du, wenn das Rote Kreuz gewesen wäre oder sonst alle ehrenamtlich da gewesen wären, hätte ich gesagt, fuck it, ich will gar kein Geld. Ich will einfach gleich viel wie die anderen. Das ist ja wie der Kern von der Frauen. Bewegung, dass man, und nicht nur um Geld, sondern um Wert, es geht um Wertschätzung. Und es geht um Gleichstellung, ja nicht nur mit Männern, sondern auch untereinander. Dass man wirklich anfängt, Menschen gleich zu stellen, die in der gleichen Position sind und das Gleiche können und gleich viel beitragen. Und da habe ich so gefunden, wow! Und das von so einer Institution, die keine kleine ist. Speziell. Das habe ich schön gefunden, wo eine Kollegin mir erzählt hat, wo sie gebucht worden ist. Ich sage jetzt nicht welchen Bereich, einfach sie ist gebucht worden. Und ist es Porno gewesen? Richtig. Ah, verdammt. Und zwar richtig, richtig, also in der Dirty Schweiz, shit. In der Schweiz nicht legal. Geissen und Einwechseln. Nein, und dann andere ihre angerufen hat und die haben sich nicht persönlich kennt. Und gesagt hat, hey, bevor wir das machen, möchte ich einfach schnell die Frage, was du angeboten bekommen hast. Genau, weil ich kann dir sagen, ich kriege so viel. Und ich finde, das müsste bei dir auch sein. So. Also ich glaube, es geht ja mehr um das. Und ich denke, bei so vielen Sachen haben sie das Gefühl, eben, dass man nicht untereinander redet. Ja, es ist... Und man müsste eben mehr. Also, weißt, ist das machen wir eben zum Glück. Das ist wirklich, es ist und das finde ich auch wichtig. Das sollte man auch. Das sollte man viel mehr, sollte man generell in der Schweiz viel mehr machen. Das ist immer so, redet man nicht. Was? Wieso nicht? Why? Also, natürlich kann man dann so mit Soft-Faktoren kommen. Natürlich hätte die jetzt können sagen, ja gut, das eine ist eine Professorin und du bist halt eine Comedienne. Ich sage, dann ladet mich halt nicht ein. Also ich hocke ja genau gleich lang dort, ihr wollt ja meinen Input genau gleich. Natürlich kann ich nicht einen Abschluss in Gender Studies oder weiss ich nicht was. Aber offensichtlich habt ihr ja das Gefühl, ich habe etwas beizutragen oder zu sagen. Und dann ist meine Zeit genau gleich viel wert. Genau. Wenn ich die gleiche Rolle einnehme. Eben, weil der Aufwand ist ja der gleiche. Ja. Das ist, und während Covid, das hat mich so unglaublich genervt, wie alle mit diesen Rabattgeschichten haben wollen spielen. Und dann eben auch grosse Firmen, die dann irgendwie so, ja, weißt du, es ist ja eben jetzt gerade eine Chance, dass du wenigstens noch ein bisschen etwas verdienst und Zeugs und Sachen. Und er sagt, aber der Eintrittspreis ist der gleiche. Ja. Und jetzt sind es halt Auto, aber sprich, ein Auto ist dann sogar 250 Stutz, also wenn du das dann auf die Person abrechnest und so weiter und so fort, oder? Ja. Und das habe ich zum Glück sehr, sehr früh von jemandem gelernt.
entweder machst du es zu deinem normalen Preis oder du machst es gratis. Ja. Aber es gibt nichts dazwischen. Ja, das ist so. Das ist Bullshit. Ausser, gell, ob etwas, was du gratis würdest machen, sagen sie, nein, wir zahlen wirklich jedem einen kleinen Beitrag. Das ist mir auch schon passiert. Ja. Und weißt du, was ich dann schon gemacht habe? Dann habe ich gesagt, ich nehme das und entweder direkt an eure Institution oder sonst irgendetwas. Aber einfach Rabatt ist so ein absurdes Konzept. Eben vor allem, wenn man auch über so Trigger-Sachen geht. So, ja, aber es ist doch für Frauen Sache. Genau. Ja, es ist doch für, oder? Ja, ja. Und da habe ich dann auch gedacht, hey, aber du hockst jetzt in deinem Büro. Also ich bin dann wirklich drauf und dran, aber es geht doch um die Frauensache. Haben sie dann einen Lohn? Mhm. Wie viel ist das? Also zahlen sie jetzt auch, kommen sie jetzt auch weniger Stundenlohn über oder weniger Lohn während der Zeit, wo sie für die Frauensache arbeiten? Yeah. Weil sie sind ja auch überzeugt von dem. Mhm. Ergo, aber ich muss, weißt du, also es ist so, finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn es um künstlerisches geht. Oder? Weil, also es ist mir auch schon x-mal passiert, dass ich irgendetwas für das SRF gemacht habe und die Leute haben gesagt, was für das wirst du auch noch zahlen? Das ist doch mega lässig. So, ja, sorry, dass ich Spass habe mit dem, was ich mache. Yeah. Also das ist etwas, was merkst du in der Schweiz, dass also für so etwas kommst du noch Geld über, das ist ja nur haha und so. So, ja, that's my job, it's fun. Und ich habe nichts dafür, dass du deinen Job scheiße findest. Ich habe das Glück, und das ist ein Privileg, und ich bin extrem dankbar für das, dass ich das gerne mache, was ich mache, aber ich muss trotzdem bezahlt werden dafür. Ja, und die Menschen von außerhalb, die nehmen ja dann, das merke ich immer, dann nehmen sie einen Betrag X, den ich kriege für diese Show. Ja, eine Stunde, oder? Und dann rechnen sie sich das eben auf einen ganzen Tag und auf die ganze Woche. Mhm. Und die Woche hat dann 7 Tage. Ja, ja. Ja, ja, genau. Oder auf ihre 42 Stunden pro Monat. Oder? Genau. Und rechnen das dann auf einen Monatslohn und dann rechnen sie das mal 13. Mhm. Also, weißt du, weil so ist es ja normalerweise. Und du bist einfach ein Multimilliardär. Genau. Und darum hast du wirklich gesagt, die einen haben das Gefühl, du verdienst 5 Stutz, die anderen haben das Gefühl, du verdienst irgendwie 5 Millionen. Ja, ja. Es gibt nichts dazwischen. Ja, so. Irgendwie nicht. Gell? Entweder bist du ein Hobo oder du bist so ein Erdbetäter. Promi. Ja, das ist schon, also auch eben selber einen Wert festlegen für sich, ich finde, das musst du irgendwie herausfinden. Und eben, da ist, wenn man mit Leuten redet, da ist klar definiert. Ja. Also weißt du, da ist eben nicht aus der Luft gegriffen. In der Moderation habe ich das viel schwieriger gefunden. Okay. Weil in der Moderation hast du so eine riesen Range. Bandbreite. Und und du hast immer irgendjemand, der richtig hart unten hineindampft. Ja, ja. Also weißt du, halt eben, weil sie es unbedingt wollen machen und sie sehen es als eine Chance. Ja, ja, und dann genau sagen sie, Punkt, also ich komme für 100 Stutz. Ja. Also weißt du, so irgendwie. Mhm. Aber es ist eine Arbeit von einer Woche. Ja, genau. Und dort ist das viel schwieriger gesehen. Okay. Ja, das ist das Kreiben Geld, gell? Es ist so Bullshit, aber wie du sagst, man muss irgendwann auch ein bisschen für das einstehen. Weil sonst und dann auch anfangen Nein sagen. Genau. Und am Anfang hast du so das Gefühl, hey, nein, ich verarme, wenn ich jetzt ständig, aber es ist wirklich, du tust dir auch keinen Gefallen, wenn du dich jedes Mal abdrücken lässt. Ja, und es ist ja auch immer die, also immer, es klingt jetzt so blöd, natürlich nicht immer, aber es ist auch oft die Kommunikationstaktik von, man sagt, keine Ahnung, ich will von dir, dass du vorbeikommst und für eine halbe Stunde mit mir in dem Podcast redest. Mhm. Und effektiv ist dann, also Präsenzzeit sind 4 Stunden. Ja, ja, genau. Kannst du mir eine Woche vorher bitte schon 7 Themen schicken? Ja. Am besten hast du schon 2 super lustige Stories parat. Genau. Die will ich aber vorher mal schnell lesen. Also schreibst du am besten die schnell in den Text. Genau, schreibst du schnell auf. Und darum, ich habe so vor, weiss nicht, 2 Jahren oder so, auch während Covid, eben, wo du noch sagst, man sollte eigentlich und was weiß ich, habe ich einen riesen Auftrag. Ja. Habe ich am Schluss gesagt, nein. Nein. Mhm. Weil im Ursprung war es gesehen, so und so viel Probe und den ganzen Tag Präsenz. Mhm. Und dort habe ich extra gefragt, und wie viel im Vorfeld Meetings? Mhm. Etwa 3. Mhm. So, und dann setze ich aufgrund von dem einen Preis fest. Ja. Und danach heisst es im schon 3. Call, wo du dann mit dir hast, wo sie dann auch noch so dienen, so, wir sind uns das noch nicht... Das ist kein Meeting, das ist ein Call, weißt du? Ja, wir sind uns noch nicht sicher, ob wir die wirklich wollen. Hat aber auch mit dir zu tun, weil wir sind uns nicht sicher, ob du es wirklich willst. Weißt du, mit so... Das ist natürlich sehr guilting, manipulativ. Genau, ja. So reingilting, Kommunikationsding. Und wegen dir müssten wir schon die Probezeit ändern.
Und ich sage, sorry, dass ich an dem oben schon einen Auftrag habe. Das ist auch die Investment-Theorie, oder? Man sagt, jetzt hast du so viel investiert, jetzt kannst du nicht mehr abspringen. Und dann wirklich wortwörtlich, das heisst, die nächsten 2 Monate, bis der Event dann ist, müsstest du voll und ganz, also einfach immer erreichbar sein. Und also es geht eigentlich nichts anderes denn zu dem. Ja. Und dann, bleib noch schnell dran, wenn wir über das Geld reden. Und dann ist es so, ja, die Preis, die du mal gesagt hast, war es nicht ganz, es war ein bisschen weniger. Und ich sage, aha, nein. Ja. Das, was dir gesagt hat, jetzt, ist so weit entfernt von dem, was ich jetzt will verlangen, wenn du sagst, ich muss voll und ganz 2 Monate lang all in sein und ich muss es richtig wählen und solche Sachen. Und dann ist auch der Preis ist noch mega viel Geld gewesen, aber es ist nicht entsprechend. Und dann musst du halt sagen, nein, dann nicht. Und danach habe ich das wirklich gesagt, es tut mir leid, das war's. Und danach hat du wirklich so, weißt du, so das Tool, das ich habe, wo du dann halt alle deine Aufträge drin hast, und dann löschst du den raus und du siehst oft, wie in diesem Monat der Betrag einfach so und trotzdem geht es besser. Das ist wichtig. So. Ja, also wenn du das Privileg hast, auf so etwas verzichten zu können, ich, oder? Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das Privileg man sich eben auch wirklich gibt, weil klar gibt es ein bestimmtes Minimum, das du irgendwie... Musst reinbekommen. Ja, musst reinkriegen. Ja. Aber das ist nicht abhängig von diesem Auftrag. Nein, natürlich nicht. Aber es ist einfach, wenn es ein grosser Chunk ist, den du damit gerechnet hast. Und gell, ich meine, ich glaube, du und ich, wir sind beide privilegiert, dass wir uns einen Namen haben können machen. Aber sich einen Namen erarbeiten, da hast du am Anfang hast natürlich die Freiheit nicht, um da gross zu kommen. Nein. Und das solltest du auch nicht. Mhm. Das bin ich auch der feste Überzeugung. Dann verkaufen uns auch die Huren des Systems. Ja, aber es ist so, weil eben dort musst du deine Chancen quasi nehmen. Ja. Und wie du sagst, wenn du dann in dieser Lage bist, in dieser privilegiert, dann solltest du eben auch nicht mehr das alles als Chance sehen und darum auf etwas anderes verzichten. Genau. Ja. So. Ja. Ich meine, ich bin auch auf eigene Kosten bin ich an Ort gefahren, um meiner Besenkamera umzuziehen. Mhm. Und ich habe kein Geld gekriegt. Ja, ja. Ich habe nicht einmal für die Pflege gekriegt. Mhm. Und ich habe es wirklich nur gemacht, damit die Leute dort einmal gesehen haben, auftreten, in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal im benachbarten Theater kann auftreten etc. Und ich finde, dort sollte man sich nicht schade sein. Also überhaupt das nicht. Das habe ich auch mega romantisiert. Mhm. Also, weißt, ja, es ist vielleicht das Einzige, was einem bleibt. Musst. Das war bei mir am Anfang auch so gewesen. Ich habe dort Sachen gemacht und ich fand, und dort auch natürlich kein Business... Acumen hatte, oder? Aber darfst du ja, glaube ich, noch nicht haben. Das denke ich dann manchmal, wenn ich mit Newcomer zu tun habe. Und die sind schon voll auf Business, gell? Ja, und du willst eine wirkliche Chance geben. Mm. Und dann streitest du am Schluss wegen irgendwie einem Mini-Betrag, wo du sagst, es tut mir mega leid, es ist immer so. Das ist einfach das, was ich bieten kann. Genau. Take it or leave it. Früher hat es gar kein Geld gegeben. Wir haben früher hat es noch gar kein Geld. Nein, es ist so. Wir haben Erdöpfelpflanzt. Auf dem Schulhausplatz. Ja. Und wir haben wirklich alles dran gesetzt, dass es jetzt auch kein Geld gab und so. Aber wenn du selber noch keine Tickets kannst verkaufen, du musst halt die Chance nutzen, das ist schon klar. Ich glaube, das ist auch... Solltest schon schauen. Hast du schon das Gefühl, die Jungen haben ein anderes Selbstbewusstsein? So die jungen Comedians, oder? Ich glaube, das ist einfach viel vernetzter jetzt und viel grösser. Ja, ich höre eben Verschiedenes, ich finde es noch spannend. Mhm. Ich höre irgendwie die einen, die sich fast nicht trauen, weißt du, so wie der nächste Schritt zu gehen. Sonst ist so ein bisschen der Safe Haven in dem ganzen, eben in dem Open-Mic-Ding und irgendwie... ich glaube, der Schritt in die vollberufliche Comedy-Welt. Ja. Ich glaube, der ist viel grösser geworden. Mhm. Das heisst, es ist ein super geiles Hobby, wo du noch ein bisschen Cash kannst verdienen. So. Und dann gibt es die anderen, wo ich denke, das ist wirklich... Nach ein paar Jahren sage ich, okay, und jetzt kann ich das machen, jetzt kann ich das machen. Und jetzt gehe ich wirklich auch in Selbstständigkeit. Ja. Aber es ist so zeitaufwendig, dass es wirklich auf der gemeine
es gibt nie den Moment, wo du nebenberuflich so viel, dass du auch safe kannst können. Genau. Geld verdienst, ich bleibe jetzt mal einfach beim Schweizerisch Finanziellen, also so viel Auftrag hast, keine Ahnung was, dass du kannst sagen, ah, ich könnte jetzt meinen Job. Also das, es ich habe das ja gemacht ins Blaue. Ich auch, und es geht nicht, der Charlie auch. Und, entweder also, hast du Glück oder nicht. Es gefühlt geht es nicht anders. Weil wenn du wirklich das dort pragmatisch würdest durchrechnen, dann würdest du es nie machen. Ja, das ist so. Aber was dann halt die künstlerische Seite sagt, der Dabu hat es mir damals gesagt und ihm hat es der Dodo damals gesagt, der Moment, wo du das machst, passiert dann auch wieder so viel mehr. Und das siehst du halt noch nie auf einem Chart oder irgendein Diagramm und eine Kurve, eine Tendenz, das, sondern ab dem Moment, wo du das vollberuflich machst, strahlst du etwas anderes aus. Es ist so. Du hast mehr Zeit, du hast nochmal einen anderen Antrieb. Mm. Und dann kommt das alles. Gell, eben, ich bin natürlich nicht direkt auf die Bühne. Yeah. Das ist etwas anderes. Oder ich habe wieder können mit dem Schreiben, ich habe dann wie gewusst, gut, Watson hat ja dann gestartet. Mm-hmm. Also habe ich gewusst, das komme ich über, die Kolumne. Und das ist, hat mich wie, ich hatte dort eine kleine Wohnung gehabt, an der Langstrasse. Ich war frei gewesen, kein Kind, keine Familie, gar nichts. Yeah. Und habe gewusst, ich komme irgendwie durch, ich habe noch Geld auf der Seite und das hat dann funktioniert, aber gerade auf Bühnen, gell, wo du wirklich sehr abhängig bist von anderen Leuten und von Zeittrends, oder ich meine, stell dir vor, gehst du auf die Bühne als junger Künstler und dann kommt Covid. Also, absolut, ja. Also mit dem hätte ja auch niemand können rechnen. Ist schon klar. Ja, das ist eigentlich für mich sehr untypisch. Ich weiss immer recht gern, was passiert. Und dort habe ich wirklich gefunden, ich würde das für immer bereuen. Yeah. Wenn ich jetzt die Wellen nicht nehme. Das ist natürlich, ich habe gerade Pony M gegründet und 82 Tage später habe ich gekündigt. Mhm. Ja. Also nicht mal 3 Monate. Mhm. Krass. Ja. Ja. Und hat es den Moment gegeben, wo du gefunden hast, Nein. Nein. Gell? Ich finde das aber lustig, weil das gibt es dann irgendwie auch nicht. Nein, gell? Ich bin natürlich vom Studium her noch gewöhnt, mit sehr wenig Geld auszukommen. Yeah. Ich habe keine grossen Ansprüche gehabt. Yeah. Und am Anfang ist es auch. Also habe ich mich einschränken und habe auch vom Ersparten gebraucht. Und habe dann aber wirklich mir die Crowd aufgebaut. Und sobald ich die Bücher rausgegeben habe und die Lesungstouren angefangen habe, ist das gelaufen wie am Schnürli. Hey, ja. Mein Glück ist gesehen, dass ich halt einen Freundeskreis voll mit Studenten hatte. Ja. Dass wir eigentlich das gleiche Leben hatten. Mhm. Ich bin einfach nicht Student gesehen. Ja, aber es ist wirklich so. Ja, dann hocken wir halt den ganzen Tag am Rhein. Ja, super. Was willst du sonst machen? Ja. Also, nicht, wo Geld kostet. Stimmt. So ist dann halt der Sommer verbracht. Hast du für Studentenfreunde, dass sie die ganze Zeit am Rhein hocken? Ja, eben im Sommer. Weißt, alle Semesterferien. Ja, ist echt cool. Und eben, du gehst nicht in die Ferien. Ja, das ist so. Das heisst, was machst du? Mhm. Ja, gehen wir heute wieder an den Rhein. Ja, alles klar. Ich wohne jetzt dort. Und es ist natürlich ein grossartiger Sommer gesehen, wo wir das gemacht haben. Ja. Also, aber logisch, das ist auch nur gegangen, weil eben ich. Weil ich dort. Ja, so frei gewesen bist. Ja. 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 Ja, jetzt haben wir viel Business-Talk gemacht. Business. Also, eine Stunde 14 haben wir schon. Ehrlich? Ja. Gibt es noch etwas, wo du sonst gerne würdest drüber reden? Ja, Joel. Ja. Es ist ja so, jetzt wegen dem Geissenporno. Nein, gibt es etwas, wenn ich drüber rede? Gibt es irgendetwas? Irgendwelche Dirty Tea, wo man jetzt einfach so ein bisschen... Ja, hau raus. Wie hast du die ganze Frauendebatte wahrgenommen? Sehr sporadisch. Ah ja? Weil in Basel ist Fasnacht gesehen. Nein! In meiner Bubble ist auch Fasnacht gewesen, aber anders. Ja. Nein, ich finde das noch... Ich habe das natürlich nur so im Frauenkontext mitbekommen. Dort war es ja ein grosses Thema. Ja. Und mich würde mal so wundern, wie du das als jemand aus der Szene, der aber per Zufall einen Penis hat, mitgeschnitten hast. Und wie findest du, wie es jetzt rausgekommen ist? Ja, ich
finde, und jetzt muss ich sehr, sehr, aufpassen, gut, sehr gut überlegen, wie ich das sage. Nein, ich will es nicht anhand von dem einen Beispiel festmachen, sondern es ist für mich natürlich eine einfache Position als Mann, zu sagen, man sollte das nicht immer auf die Geschlechterarbeit trennen. Weil ich so von mir aus schaffe, dass ich das nicht mache. Ja. Sondern wir haben mal privat haben wir mal darüber geredet in Dübendorf, glaube ich. Sondern ich sehe es wirklich mehr in Stufen, und ich rede jetzt nur von der Comedy, wo ist man überhaupt schon an Erfahrung, an Performance, auf welchem Level ist man? Und also als Künstlerin oder Künstler? Ja. Und aufgrund von dem mache ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Show veranstalte, mache ich meine Bookings. So. Und ich wünsche mir mega fest, dass es ein schön diverses Booking ist. Stilistisch. Als allererstes. Dann vielleicht einmal so etwas wie Geschlecht oder Herkunft oder was weiß ich. Aber ich finde vor allem stilistisch sollte das irgendwie schon mal passen. Und logischerweise, stilistisch, hat eine Frau schon mal etwas anderes zu bieten als ein Mann. Es sind andere Themen und es gibt eine andere Perspektive. So, also bin ich sehr froh drum. Ja. Und mit der Leila haben wir es davor gehabt, wo ich sage, für mich ist es nach wie vor ein Förderungsproblem. Das ist genau das, was ich jetzt auch will sagen, wenn du sagst, ich will ein diverses Ding haben, man muss schon irgendwo sein, wie soll man dann dort ankommen, wenn man nicht sichtbar ist? Yeah. Oder es ist ja wie so, hey, für einen Job brauchst du Erfahrung und für die Erfahrung brauchst du einen Job. Ja, ja, ja. Aber genau dort fängt es eben an mit den Open Mics, wo alle die gleiche Opportunity haben. So, de facto, und das ist das Hauptproblem, gibt es halt einfach auch, wenn jetzt heute 10 neue Anfänger in Comedy machen, sind es nicht 5 Männer, 5 Frauen. Nein, das stimmt. Es sind schon mehr Frauen, aber es sind sicher noch nicht 50-50. Genau. Und das passiert jetzt aber zum Glück, weil es erfolgreiche Frauen gibt, wo den Menschen, die anfangen, wieder zeigen, das ist möglich. Das heisst, der Schritt, sich zu getrauen, ist einfacher geworden. Das Problem ist aber, ab dem Punkt, behaupte ich, wird dann fast zu schnell zu fest gefördert. Ja. Dass man zu schnell an einem Ort ist, wo man noch nicht sein sollte. Und das dann im Umkehrschluss gibt wieder den Effekt von, nimmst 5 Leute und für die Quote, sage ich es jetzt extra so, ist noch eine Frau gebucht worden, wo aber eigentlich noch nicht dort sollte sein, weil die anderen 4... Dann bombt sie. Ja, die anderen 4 sind schon absolute Killer. Und das sehe ich immer noch als Problem. Das ist so. Dass dann halt das Katapult-Ding, und ich meine, dort siehst du das im Newcomer-Bereich, denke ich, mit dem Best-Talent-Preis und so, ich denke, ist es geschlechterunspezifisch. Es sind einfach zum Teil Leute zu früh, schon zu öffentlich präsentiert, bevor sie überhaupt... Also das heißt jetzt aber geschlechtsunspezifisch. Also glaubst du nicht, dass Frauen schneller dort ankommen, weil man einfach eine Frau wird? Das kommt dann noch dazu. Okay. Das kommt dann noch dazu, habe ich das Gefühl. Dass dann halt eben dort der Weg nochmal schneller geht. Ja. Aber ich behaupte, es ist schon vorher geschlechtsunspezifisch ein Problem. Okay. Ja, die Perspektive habe ich noch gar nicht angeschaut. Oder? Dass da wirklich Leute eigentlich... Gell, es ist natürlich jetzt gerade was das SRF angeht, ist ja nichts. Extremen Fokus auf Comedy in letzter Zeit. Oder es ist ja so wie eine, ich habe das Gefühl, es war so eine massive Comedy-Kampagne, wo man alles ist Comedy war. Alles. Genau. Und es wird alles Comedy genannt. Genau. Egal in welcher Stufe. Genau. Es muss überall noch irgendwie Comedy drin haben. Und ist jetzt egal, ob beim SRF oder sonst irgendwo in grösseren Comedy-Kontext, wenn man es so will sagen. Die Leute, die etwas zu sagen haben, das sind hauptsächlich Männer. Ja. Und ich glaube, Comedians sind nicht das Problem oder Comedians, sondern der Mittelbau, oder? Wo was oben dran ist, dann ist es dann gleich, wie die delegieren, ja. Aber da kann ich jetzt wieder als Experte, also Expertin, nicht Expertin, also, aber als jemand, der doch von Humor als Konzept oder als Wissenschaft etwas versteht, kann ich sagen, Männer lesen
statistisch eher Mannhumor aus. Mhm. Und das hat es immer wieder gegeben, die Diskussion. Fragen, ja, aber die ist einfach nicht gleich gut wie die anderen. Und nicht, ich finde die nicht so gut wie die anderen. Yeah. Die ist einfach nicht gut. Ja, aber solange sie nicht kann üben kann, auch mal auf grösseren Bühnen, dann wird sie ja nicht gleich gut wie die anderen. Dann kommt sie nämlich einfach als Quotenfrau zu Profis, hat sich zu wenig können ausprobieren und bombt. Und das macht dann natürlich den Selbstwert völlig kaputt und dann gehst du von der Bühne. Yeah. Was auch noch dazu kommt, ist natürlich, dass Männer schon von klein auf eher dazu erzogen werden, dass sie lustig müssen sein oder dass lustig sein okay ist und Frauen müssen herzig und schön und also Frauen, die sich über sich lustig machen, das kann auch abschreckend wirken. Also wenn du Männer und Frauen fragst, was für einen Partner suchst du, dann werden sowohl Frauen als auch Männer sagen, ich will jemanden mit ihm für Humor. Und sie meint, er bringt mich zum Lachen, er meint, sie lacht über meine Witze. Genau, ja, ja, ja. Oder? Und das ist so eine Aufteilung, wo die kommt wahrscheinlich automatisch. Also ich glaube, die Verteilung ist nicht umsonst so. Aber da muss man vielleicht auch mal ein bisschen über sich selber wegschauen. Und das habe ich dann wirklich auch in der Organisation von der Comedy so gemacht. Also ich fand, gut, die hat vielleicht noch ein bisschen weniger Erfahrung, aber ich lasse sie jetzt gleich auf die Bühne und sie kommt gleich viel Geld über wie alle anderen. Absolut. Auch wenn ich sie, sogar ich als Frau, sie einfach nicht ganz so lustig finde. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist, sondern dass sie einen speziellen Humor hat. Und vielleicht hat das ja ein Publikum. Vielleicht bin es nicht ich. Yeah. Aber ich finde das ganz eine schwierige Diskussion. Auch das mit der Quote. Yeah. Oder? Alle sagen immer, nein, Quote. Ich finde, ja, man muss die Leute doch einmal sehen. Ja, yeah, ich glaube aber eben, dort ist in der Schweiz momentan das Hauptproblem, dass es eben nicht die Zwischenphase gibt. Mm. Sondern, also weißt du, hast das können machen, weil das sind Mixed-Shows gesehen. In Clubs. Ja. Das heisst, du hast maximal, also in der Kanzlei jetzt mehr, aber sonst hast du maximal 100 Leute gehabt. Ja. Und das ist ein wunderschönes Zwischenlevel. Genau. Von Open Mic und Theaterbühne. Die fette Mixed-Show mit 600 bis 800 Leuten. Ja. So. Das ist ein wunderbares Zwischending. Und ja, dann kommt vielleicht noch das Theater. Gut, aber haben wir fette Mixed-Shows mit 600 bis 800 Leuten? Das ist Swiss Comedy? Nein. Also ich rede jetzt von mir. Ja. Das ist das. Das ist das, was wir organisieren. Gibt es dann eine? Ja, aber es sind gleich drei bis vier im Jahr. Ja. Weißt du, auf dann verschiedenen Orten. Und dort sehe ich natürlich, eben, das ist das andere Ende, das ist die richtig große Mixed-Show. Und dazwischen gibt es mega wenig. Ja, das ist so. Und das ist eigentlich das, was ich momentan finde. Also weißt du, dann wird jetzt eben bei einer Swiss Comedy Night, hier dich mehr, aber im gesamten Newcomer-Bereich. Also das ist wirklich geschlechtsunspezifisch. Ja. Muss ein gewisses Level da sein, weil du halt einfach neben dem fucking Zucco und neben der fucking Helga Schneider auftrittst. Das ist einfach das Level, weißt? Ja, das ist so. Und wenn du jetzt eben eine Club-Mixed-Show hast, dort, absolut, dort kann ich nicht verstehen, wenn ich nicht immer noch eine All-Male-Line-Up sehe. Ja, also, ich auch nicht. Das ist wirklich für mich unverständlich. Weil, wo wir angefangen haben mit Comedy im Balz, im 14, ist es schwierig sehr, sehr schwierig gewesen, das irgendwie zu durchbrechen. Ja. Und dann haben wir zum Beispiel, ich weiß noch, ich glaube, die vierte Show, haben wir in der gleichen Show, haben wir Guy gehabt, Fräulein Da Capo und Steffi Berger. Ja. Dann haben wir zwei Frauen gehabt und einmal, das hat dann aber für die anderen Shows eine mega Disbalance gehabt. Ja, weil es dann auch nur noch Dudes waren. Ja, so shit. Die haben zwar gerade im gleichen Datum können. Ja, jetzt haben wir zwei Frauen in einer Show. Jetzt haben wir irgendwie sieben Shows, keine Frau. So, und darum, das verstand ich nicht in diesem Bereich. Aber das Problem ist, dass dann halt wirklich Leute, die drei, vier Open Mics gemacht haben, einfach schon im Internet mit einem sehr, sehr publiken Video angeklatscht werden. Und das, also es schadet allen dort. Aber ich glaube, dass dort dann halt eben wegen dieser Debatte noch mehr auf die Frau geschaut wird, wo man dann sagt, die ist halt einfach nicht so gut. Genau. Und das ist auch, es ist ja wie ein Muskel. Es ist eine Übungsfrage. Und da hast du recht, oder? Da werden vielleicht tatsächlich junge Leute oder Anfänger oder wie man mit dem will sagen, das ist ein bisschen Newcomer. Despektierlich, Entschuldigung, ja, Newcomer. soll es überhaupt Newcomer nicht sein. Newcomer innen. ins kalte Wasser gerührt. Und
Und was eben da noch dazu kommt, und da komme ich jetzt wieder mit dem Persönlichkeitsaspekt, ich glaube, da erholt sich vielleicht der Mann auch schneller wieder davon, weil er sagt, ah, fuck it. Und ich glaube, und das ist jetzt wieder, das sind natürlich nur Tendenzen, das muss nicht auf jede Frau zutreffen. Mhm. Aber ich glaube, es ist natürlich von uns, für uns Frauen viel eher, ich kann mal sagen, einen Ausbruch aus der ursprünglichen Rolle auf mhm. Bühne zu stehen und Leute zum Lachen zu bringen. Das waren yeah. immer Dudes gewesen, oder? Haha! Und, yeah, und das, yeah, ja. Das ist, ja, ich glaube, dass immer auch ich immer noch gefangen zu teilen in gewissen alten Rollen, die man vielleicht gar nicht will. Aber und es ist natürlich gesellschaftlich gesehen, ist es ja immer mit Verzögerung. Also das heisst, mm. zum Glück reden wir jetzt darüber, aber wir leben ja trotzdem in einer Welt, die von den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten prägt ist. Ja, selbstverständlich. Das heisst, wenn ich dann natürlich überlege, ich erzähle ja, Mittermeier war mein grosser Held als Kind. Mm-hmm. So, dann erst mit der Zeit habe ich gecheckt, es gibt auch noch die Hela von Sinnen zum Beispiel. Mm-hmm. Ja, ja, genau. Mm-hmm. Weißt? Und Anke Engelke, wow, mm. die ist ja super. Mm. Aber wenn ich natürlich als Dude will Comedy machen, mhm. dann habe ich meine Dude-Vorbilder. Natürlich. Und wenn ich mich dann mehr mit dem Ganzen beschäftige, mhm. auch auf die USA sehe, denke ich, fuck, Joan Rivers. Ja. Ist etwas vom Geilsten. Ein Icon. Was je ja, gegeben ja, hat. Ja, und ich liebe es, ja. Videos zu schauen von ihr, wie sie beim Johnny Carson ist. Mhm. Und sie killt so hart. Ja, ja. Und sie hat gekillt, bis sie gestorben ist, weißt du? Also, ja, eben, aber dort schon noch, weißt du, als die Jungen. Ja, 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 und das ist dort noch viel mehr. Genau. Aber das war dann eine, gewesen, oder? Und das ist dann skandalös. Genau. Das ist jetzt heute nicht mehr, oder? Das ist zum Glück nicht mehr. Mhm. Dort habe ich aber natürlich immer noch, ich schaue sie jetzt mega gerne, ich bin mega Fan von ihr, aber ich kann natürlich weniger, was sie macht, als Vorbild nehmen. Ja. Natürlich. Einfach weil ich das andere Geschlecht habe. Ja, wir haben jetzt aber immer mehr weibliche Vorbilder. Richtig. Das ist super. Und das eben ist jetzt der Status quo. Mhm. Und das wird hoffentlich die nächsten Jahre wieder prägen. Und gleichzeitig habe ich natürlich keine weibliche Vorbilder gehabt und ich habe es trotzdem irgendwie angebracht. Also yeah. Es muss ja nicht immer nur ein weibliches Vorbild für eine Frau und ein männliches Vorbild für einen Mann sein. Nein, aber... Also, ich habe ja gar keine andere Möglichkeit gehabt. Also, es war der Pete Schweber und Emil und yeah. dann Marco Cello. Das sind die, die ich gehört habe als Kind mit dem Kassett. Absolut. Und, gut, Caroline von Klibi und Caroline. Stimmt, das ist das einzige Mädchen. Ein Esel war das einzige Mädchen. Ist ein Esel? Es ist, glaube ich, ein ja. Esel. Ja. Ich glaube schon. Ich glaube auch. Gell, Joel. Ja. Nein, aber ich glaube, das ist eh zu dieser Zeit, ich meine, du 10 Jahre, ich plus minus 10 Jahre, das heisst, zu dieser Zeit ist es eh nochmal absurder gewesen, weil es eben nicht den klaren Weg gegeben hat und irgendwie... Ich habe schon immer das Gefühl, unabhängig jetzt von Geschlechtern, dass wenn man sieht, es ist möglich, dann traut man sich auch eher, das zu machen. Natürlich. Zu dieser Zeit war Slam Poetry the Shit. Mhm. Das heisst, wenn ich jetzt nicht den schon lange Wunsch hatte von Stand-Up-Comedy, hätte ich wahrscheinlich Slam Poetry gemacht. Ich immer ja, das ist ja über das, dann vielleicht eine Comedy, die sich dann ja weiterentwickelt hat. Aber dort war das nicht der klare Path. So. Und ich glaube, dann braucht es Menschen, die eben ohne, ich sehe da irgendwie, es ist möglich, ohne den Effekt, es trotzdem machen. Ja, das ist so. Aber jetzt ist es umso geiler, ich meine, irgendwie auch Helga Schneider hat es dort schon gegeben. Ja, ja. Aber Daka Pickles wahrscheinlich noch, oder ist es schon? Nein, es ist schon okay. Helga Schneider gesehen, schon allein unterwegs. Ich meine, es ist mega früh auch in der Zucki gesehen. Das ist so. Ja. Und sie hat zum Beispiel den mega geilen Schritt gemacht, dass sie eben gefunden hat, ich gehe auch zu den Jungen. Mega. Ich gehe in einen Club. Weißt du, wo Hammer. andere von etablierter. Genau, von, ja. dem, von dem Level. Von dem Altersschlag. Ja, so gefunden haben, das tue ich mir nicht an. Ja, es ist noch erstaunlich. Mike Müller ist gekommen. Ja. Und es ist schon, es hat dann wie so Einzelne, wo... Und die haben dann so ein bisschen die Brücke geschlagen. Und das hilft ja dann eben wieder für andere... Den Weg zu ebnen. Genau. Geil, das geht. Und irgendwie, eben, man kommt auf einmal in Kontakt mit diesen Leuten. Und eben die sozialen Medien helfen ja schon auch. Ja. Dass du viel vernetzt bist, du hast mit Victor Jacobo überhaupt können schreiben. Auf Twitter, ja. Auf Twitter.
Und dann habe ich die erste Mixed-Show, die ich mit dem Rolf Schmid habe. Mhm. Und der sagt einfach, du hast schon mal in Chur gespielt. Das ist so cool. Das ist schon und, cool. Und ich sage, nein, es gibt eine Nummer, lüt ja mal an. Ja. So. Und dass das eben, die Wege dann irgendwie wieder mehr sich verknüpfen, das macht es dann wahrscheinlich auch wieder einfacher. Ja, ich habe das noch lustig gefunden am Swiss Comedy Award. Ich weiss gar nicht mehr, wer das war. Irgendjemand hat ist glaub, hinter mir gesessen und gesagt, ja, das ist also das ist eben der Swiss Comedy Award, das ist ein bisschen wie Swiss Music Awards, aber lieber oder so, oder ohne Beef. Ja, yeah, das heisst es noch oft. Und ich finde, es ist eine wohlwollende Szene. Ja. Yeah. Eigentlich. Natürlich gibt es auch da jetzt, je grösser das wird, desto eher gibt es vielleicht einmal, dass zwei sich nicht gut vertragen. Aber ja, ich finde, also grundsätzlich ist es sehr eine wohlwollende, fördernde Szene. Mhm. Und dass die Leute auch wirklich offen sind für dafür, andere zu unterstützen. Und, und wenn du Fragen hast oder so. Also ich habe da null Mühe, wenn ich irgendeine Frage habe, dann rufe ich jemandem an oder keine yeah Ahnung. Und das ist vielleicht auch etwas, wo man den Jungen vielleicht mehr müsste sagen. Hey, es ist nicht so, dass ich gerade unbedingt eine Mentorin sein will, für das bin ich einfach nicht genug gut. Aber das, ja, dass man wie der Geist von dem, ich finde, das Swiss Comedy Award hat immer so ein bisschen Klassentreffen-Charakter. Mega. Und ich finde das eigentlich etwas so Schönes, dass grundsätzlich Tendenzen in dem Bereich sehr positiv sind. Mhm. Und kommen alle! Ja, aber ich glaube, dass wirklich im Ursprung das dann halt auch ist, weil du zum Beispiel schon bei einem Open Mic und dann auch bei einer Mixed-Show du zusammen oben bestrittest. Mhm. Und je früher du verstehst, dass wenn alle gut sind, das Erlebnis auch für alle besser ist. Mhm. Hinter der Bühne, vor der Bühne, auf der Bühne. Ja. Dass sich das nur befruchtet. Nur. Und Comedy ist so individuell, dass es nie... Also weißt du, darum, die Leute haben dann irgendwie, wo ich das erste Mal das Comedy Camp sozusagen organisiert habe, wo ich einfach gesagt habe, meine Buddies, hey Charlie, Cenk, Frank, haben den Bock, wir gehen irgendwie zwei Wochen nach Milan und tun uns hauptsächlich unser Programm widmen. Ja. Da haben wir in meinem persönlichen Umfeld haben Leute gefragt, so, oh, aber ist das nicht gefährlich? Weißt, das Klauen und so. Ja, das irgendwie da untereinander und weißt du, dann irgendwie redet ihr über einen Joke und dann streitet ihr, wer da jetzt kriegt. Also, im Gegenteil, weil der Charlie ist ein eigener Mensch und Frank ist ein eigener Mensch. Und das Einzige, was passieren kann, ist, man kriegt eine andere Sichtweise aufs eigene Material. Das ist so. Aber es ist das eigene Material, wo nicht eben nicht teilbar ist und aufteilbar auf irgendwie andere Leute. Also ich glaube, da sind wir wirklich in dem guten, von der Größe her noch in einem guten Rahmen, oder? Man ist wirklich eigentlich mit den meisten Buddies. Genau. Und muss irgendwie nie Angst haben, dass man da... Und in der Musik hast du das halt nicht. In der Musik hast du nicht, du hast nie eine Mixed-Show, du hast Festivals, aber du hast nie, hey, die fünf Bands spielen an einem oben. Das ist so. Und sie schauen, dass alle eine gute Zeit haben. Ah, das ist ja immer das Lässigste an denen, übrigens Backstage hocken und irgendwie schlechtes Catering. Also, ich war besser geworden, das Catering. Ich habe ja auch immer das Catering selber gemacht. Ich bin wirklich irgendwie dann am Morgen im Migros und habe dann irgendwelche Fleischkäserügel gemacht. Und so. Ich habe das gerne gemacht. Das vermisse ich auch ein bisschen. Yeah. Das ist so die Gemeinschaft. Ich hatte gerade gestern, das ist lustig, das ist gerade so ein Beispiel. Es hat ja im Eldorado, hat es am ersten Montag im Monat, ich weiß nicht, ob ich etwas falsch sagen, hat es Texte und so. Das ist der Kilian Ziegler, der Gregor Stähli, der Diego Heberli und der Phoebe, wie heisst das noch? Phoebe Reichlin? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, die machen die Lesebühne und haben dann immer einen Gast und dann, das ist also in Slam Poetry. Und dort habe ich einfach gemerkt, ich gehe dort auch gerne an, nicht mal nur unbedingt wegen der Texte, sondern auch wegen der Leute. Also gestern bin ich wirklich eigentlich nur auf die Pause schnell dort an, habe mit denen etwas getrunken und bin wieder gegangen. Einfach, weil es gute Menschen sind. Und ich glaube, das fehlt mir zum Teil ein bisschen. Ja, das habe ich auch gemerkt. Je mehr man den Solo tourt, muss ich dann schon irgendwie noch... Ja, so, obwohl ich habe das sowieso jetzt mit dem Kind, ist natürlich immer schön, mal ein bisschen für mich sein.
Also darum, ich glaube, darum hat das bei mir auch immer so gut funktioniert mit diesen grossen Locations. Ich bin dort angekommen, mich konnte in die Ecke setzen, mein kleines Teller mit Aufschnitt vorne anstellen und ich bin zufrieden gewesen. Yeah. Meine Girls haben am Schluss noch das Gläschen zurückgebracht und die sind sich irgendwie Bands gewöhnt gewesen, die dann, weiss auch nicht, die Bierflaschen an die Wand gewöhnt haben und so 17 Leute und mein Soundcheck geht 2 Minuten und dann gucke ich dort und tue ein bisschen, keine Ahnung, YouTube schauen oder so. Mhm. Und jetzt geniesse ich es, aber eben so, dass, also ich meine, so die mittleren Mixed Shows, die gibt es ja jetzt nicht mehr gross. Nein, und darum sage ich immer allen, die irgendwie in diesem Open-Mic-Bereich sind, sage ich, macht mal einfach eine kleine Stufe weiter. Mm. Es ist halt viel Arbeit. Ja, aber es ist eben nicht viel mehr Arbeit, wie ein Open-Mic organisieren. Das ist das, was ich weiss ich eben zu wenig. Weil Open-Mic ist auch viel Arbeit. Mm. Weil du musst ja dann gleich schauen, dass die auch wenn es Freiwillige sind, die sich melden, du musst dann gleich auswählen und einen Ablauf machen und du musst dann dort sein. Also es ist nicht mehr ein grosser Unterschied, ob du jetzt eine Werbung solltest vielleicht auch noch machen. Ja, das heisst, du kannst genauso gut einfach 5 Stutz verlangen und das auf irgendwie Eventfrog oder so, einfach schnell aufschalten und sagen, spezifisch, ich will die dabei haben, ich will die dabei haben, die und die. Also Schädel hat das gerade letztes Weekend, hat er glaube ich irgendeine kleine Mix-Show gemacht. Ja. Und das ist super, einfach mehr. Stube macht das noch, oder? Comedy Stube gibt es doch. Das ist das Open Mic. Ah, das ist das Open Mic, okay. Ja. Und ich mache es halt, indem meine Tour kleine Mix-Shows sind. Also meine Solo-Tour ist ja nicht wirklich ein Solo. Ah, okay, das im Sinn von, ich spiele 2 Hälften, sondern seit, das ist jetzt das dritte Programm, wo ich fix Support dabei habe, wo die erste Hälfte bestreitet. Und dann habe ich den Cenk dabei gehabt. Ja, genau, das habe ich mit über. Also ich habe gemeint, das ist irgendwie Vorband. Ist das auch ein Stück weit? Ja, die Hälfte. Aber nicht die Hälfte, du nein, er spielt eine halbe Stunde. Also die erste Hälfte ist eine halbe Stunde und ich spiele dann 70. Okay. So, aber eine halbe Stunde ist ja gleich. Ja, das ist so. Eine Länge, natürlich. Wo Matteo hatte ich dann dabei und er hat mir ein neues Zeug zusammensetzen. Ja. Also weißt du, wo er gemerkt hat, aha, das 5-Minuten, 10-Minuten Zeugs, bam, 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 das geht dann eben bei einer halben Stunde schon nicht mehr ganz so. Da musst du irgendwie ein bisschen mehr Zeugs, roten Faden noch haben, Zeugs connecten, so, oder? Mhm. Und jetzt mache ich zum ersten Mal, dass ich zum Teil auch 2 Leute habe in der ersten Hälfte. Und die wechseln? Ja. Okay. Also jetzt ist Matteo immer noch, den kriege ich nicht mehr los. Schießt mir mega an. Benjamin Delahaye. Ja, der ist mit mir auch dort an dem Roast-Abend gewesen, in Berlin. Leila und Teddy Hall. Okay. So. Ja. Und Teddy ist auch in Berlin so gut. Das finde ich aber cool. Das sind die bauen sich ja mega etwas auf jetzt. Das ist super. Nicht viel jünger als mir, aber weißt du, mir gibt es nicht in diesem Kontext. Ich bin 7 Jahre älter als du. Das sehe ich schon noch. Ich sehe mich näher. So, wie du so runtergehubert bist. Eben. Ich sehe mich altersmässig deutlich näher bei dir als bei Matteo. Wie alt ist denn Matteo? Ja, der ist irgendwie auch 28, also aber er ist ein Bub. Also, weißt du? Ja, aber als wärst du so erwachsen, musst du jetzt nicht so tun. Eben im Vergleich eben schon. Ja, das ist so. Aber eben, das ist halt Freiheit, oder? Das ist, absolut. Und dann habe ich zum Beispiel jetzt für die ganze Baselwoche Leila und Teddy. Ja, so, macht Sinn. Sie sind auch von Basel, beide. Mhm. Und sie machen dann die erste Hälfte. Mega cool. Und so probiere ich halt ein bisschen das, das ist aber super. Mixed-Show-Ding. Ja. Und gleich eben auch, wenn du die Hälfte teilst, ist immer noch 15 Minuten. Ja, ja, also das ist hast du gleich auch ein bisschen Zeit zum Material. Zum wirklich performen. Mhm. Oder? Und nicht die 5-Minuten-Spots und so. Und ich glaube eben das ist mein persönlicher ganz kleiner Beitrag, um irgendwie da ein bisschen eine Lösung zu finden. Ja, gell, es ist natürlich auch, also ich habe das schon gemerkt dann irgendwann mit der Comic-Cuts, es ist einfach ein mega Aufwand für eigentlich 0 Ertrag. Also wir haben nichts verdient, mehr oder weniger, mit dem. Es war eigentlich eine Nullrechnung, mehr oder weniger. Ich meine, da und dort hat es mal ein paar 100 Stutz gegeben, aber das war's, oder? Also, also Moderation hat etwas bekommen, das ist so. Aber die Organisation, dann haben wir irgendwie vom Mikrokulturprozent, Kulturpromille, haben wir noch irgendetwas, also es ist ja nicht, dass wir uns etwas gegeben haben. Und da musst du wirklich sehr leidenschaftlich sein. Wir haben das dann wirklich viele Jahre lang gemacht. Und irgendwann hast du auch so ein bisschen das Gefühl,
will jemand übernehmen. Ja. Und das ist dann nicht passiert. Und ja, es ist dann irgendwie, es läuft auch ein bisschen aus mit der Zeit, oder? Ja, und es ist ja auch wirklich, dass man selber hoffentlich irgendwie sich weiterentwickelt. Genau. Einerseits beruflich, andererseits privat. Denke ich immer wieder, ja. Man hat dann nicht mehr ganz so viel Zeit eben. Genau, das haben wir ja im Vorfeld gesagt. Wie Mitte 20. Umreisen und so. Ja, ja, aber eben auch so etwas zu organisieren. Ich will aber nicht, ich will auch nicht mehr Mitte 20 sein. Ich kann nicht. Püht mit dem Hühnervogel. Oh. Ja. Ja. Menschen, ja. So richtig fett in Ausgang. Ah, nein. Ab dem Donnerstag. Schlimm. Ja. Hey, nein, ich merke das jetzt auch, wenn ich mal gehe. Gut, ich trinke keinen Alkohol jetzt. Das ist im Fall, es ist wie so, du siehst dann die Leute, also irgendwann hast du dann so das Gefühl, jetzt ist gerade der Zeitpunkt für mich zum Abspringen. Zum Gehen. Ja, ja, ja. Es ist eine Zeit, lang ist es unlustig, wenn du der Einzige bist, der nüchtern ist. Und nachher ist es dann so ein bisschen, weißt du was, ich profitiere jetzt nicht mehr gross von euch. Hebe die Sorge. Ja. Safer Sex. Trinkst du grundsätzlich keinen Alkohol mehr? Ich trinke keinen Alkohol mehr. Ah, wirklich? Mhm. Seit wann? Etwa, was sind es jetzt, 4 Monate? Ah, krass. Ja. Mega gut. Ja. Einfach von einem Tag auf den anderen? Ja, also, es ist, also ich habe gemerkt, es ist zu viel. Ja. Yeah. Und dann habe ich gefunden, also wie so halb, das kann ich nicht so gut. Ja, ja. Yeah. So geht es mir tipptopp. Ja. Yeah. Und du merkst dann auch, was deine Prioritäten sind. Und so merke ich, irgendwann gehe ich dann einfach heim und dann habe ich auch keine Mühe damit. Du merkst mehr damit, dass die Leute Mühe damit haben, wenn du nicht trinkst. Sie sagen, komm jetzt. Genau, so. Das ist so ein Schweiz, Schweiz Phänomen. Das ist einfach gut. Ja, yeah. Weil ich ein Kollege, der viel in L.A. ist und das ist halt wirklich einfach, dort bist du wirklich schon Outsider, wenn du Alkohol trinkst. Ja, ja, fast, also der Health. Weißt? Ja, ja, Es ist Self-Health und irgendwie den Burger bestellst. Falls du überhaupt noch einen Fleischburger bestellst du ihn sicher ohne Brot. Ja, ja, ja. Hast du mit einem Lettersblatt rundherum. Genau, im Salatblatt eingewickelt. So. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, dann komme ich zurück, weißt du, so Luzern und Umgebung, oder? Ja, erst mal das Cordon Bleu reinhauen. Zum Cordon Bleu gibt es einfach sicher ein Glas, entweder zuerst ein Bier und dann ein Glas Wein und so. Ja. Und das ist wirklich absurd, dass du nicht trinkst, oder? Ja, das ist so. Das ist total salonfähig. Ja, ja. Ja. Ist noch, mein Vater hat auch lange im Suchtfachbereich geschafft und er, wenn es um den Vergleich zwischen Cannabis und Alkohol ging, hat immer gesagt, wenn etwas verboten gehört, dann der Alkohol. Ja, yeah. Hat so viele weitgreifendere Auswirkungen aufs Soziale, aufs Psychische, aufs Physische. Also entweder legalisiert er beides oder wir verbieten beides. Aber das ist eine Diskussion für längere Podcast, genau, für Sprechstunde Gesundheit oder Gesundheitssprechstunde. Sprechstunde Gesundheit, sieht man mal, wie häufig, dass ich so Sachen schaue. Sprechgesund. Sprechgesundheit. Stunde. Ah, aber sehr, sehr schön bist du gewesen. Ja, sehr gerne. Ich habe das Gefühl, ich war sehr nicht so lustig gewesen. Aber muss man auch nicht immer. Also habe ich erstens nicht das Gefühl. Und zweitens. Kann ich es nicht. Und zweitens, was ich so vielleicht bei 3 oder 4 Folgen von diesem Podcast gemerkt habe, wenn jemand kommt mit dem klaren Wunsch und Ziel, lustig zu sein, ist meistens nicht so geil. Ja, wenn's dann wird es anstrengend. Ja, dann wird es forciert. Ich finde es schön, ein Gespräch geht da hin, wo es hingeht. Ja, das ist so. Und ich habe es mega spannend gefunden. Mal ein bisschen nur einmal über Geissenporno gegangen. Ja, zweimal. Stimmt. Aber so ein bisschen psychologischer Aspekt vom Humor zu hören. Ja, also Inhalte kann ich jetzt da nicht. Nein, aber es trotzdem hat mich sehr, sehr... Es gibt das. hat mich sehr interessiert und logischerweise, ich rede immer gerne über Comedy und über das Business und wir hören uns beide sehr gerne reden von dem. Absolut. Warum habe ich einen Podcast? Ich habe alte Artikel gelesen von ganz am Anfang von Pony M. Eintagsflüge, eine furchtbare Selbstdarstellerin. Da habe ich mir so gedacht, ja, natürlich.
Ja, also, steil vom Business. Das ist mein Job. Ja. Also, sorry, wenn ich das nicht hätte, dann wäre ich total fehl am Platz. Mhm. Und ich finde, man kann das in einer gesunden oder in einer ungesunden Art und Weise, und man kann dazu stehen oder nicht. Aber natürlich haben wir alle den Drang an die Öffentlichkeit, vielleicht aber auf die Bühne. Ja. Und das ist doch auch gut so, dass es solche Leute gibt. Und die Leute sind dann überrascht, wenn man es privat nicht so ist. Das ist so. Weil ich dir dann eben muss sagen, ich habe das ja jetzt zum Glück. Ja. Warum sollte ich jetzt den Drang haben, an diesem Essen heute oben voll der Mittelpunkt zu sein? Ja, das ist, aber ich finde das ein paar Mal lustig. Und früher bin ich so mühsam gesehen. Aber ich finde, es gibt ja dann wie die zwei Arten. Es gibt die gar nicht so sind. Also wenn man jetzt mein Mann und mich in einem Gruppenkontext erlebt, glaube ich, ist er viel mehr der unterhält, als ich. Mhm. Aber, und dann gibt es, zum Beispiel Backstage, gibt es so die ich weiß nicht, erlebt hast, ich finde, das ist unter Männern nochmal etwas anderes, das One-Uppen. Mhm. Also wenn dann mal einer anfängt, irgendeinen Joke machen, und dann kommen die anderen mit immer, und irgendwann denkst du, es ist so anstrengend. Dort bin ich sehr schnell draussen. Ja, so, ich habe es gerne gemeinsam. Ja. Wenn man irgendwie einfach irgendwie pingpongt oder so, aber dann geht es nicht darum, ich muss noch irgendwie den noch draufsetzen oder den noch draufsetzen. Ich bin froh, wenn jemand die lustigst mögliche Antwort gegeben hat, ist mir egal, ob ich mir auf. Ja, egal, ob ich es gesehen bin oder jemand anders. Ja. Ich bin happy, dass sie gekommen ist. Ja. Und das ist geil. Ja, ja. So. Also ich finde, sobald es ein Wettbewerb wird, finde ich es ein bisschen schwierig. Ja. Also ich hatte zum Teil, gerade so als Frau, in so einem Mannenhaufen, habe ich dann irgendwann so ein bisschen gefunden, wow, du siehst so die zweite Klasse in der Primar. Ja, ja. Wer kann den AFB besser nachmachen? Ich finde es in Deutschland finde ich es zum Teil sehr anstrengend. Ja. Ah, wirklich? Das, yeah. Merkst du einen Unterschied? Oh ja. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Dort ist eben viel mehr auf Konkurrenz. Aber ist auch eine Altersfrage? Nein, es ist viel mehr auf Konkurrenz. Okay. Aber es ist grösser, es ist viel mehr, es ist nicht das Familiending, man sieht sich die ganze Zeit. Mm-hmm. Das heisst, es müssen alle irgendwie, genau, sich zu beweisen. Okay. Und eben möglichst der klassischste raushauen. Genau. Ja. Das habe ich sicher schon erzählt, aber einer ist einmal gekommen und hat gesagt, nach seinem Auftritt hat er gesagt, sie haben gerade 9-mal geklatscht, top das. Aber jetzt tot ernst gemeint. Weißt du wirklich? Was so, erzählt? Ja. Aber ich habe es irgendwie noch geil gefunden. Ich fand, okay, du bist in dieser Welt. Das ich könnte das wahrscheinlich gar nicht mitzählen. Ich weiß jetzt, Multitasking ist nicht meins. So auf der Bühne sagen: Eins! Genau. Und dann erzählst du wieder etwas: Zwei! So random. Oder so, weißt du, so vorne, so wie bei der alten Tennis. Schaltdinger, so eins, ja, genau. Zwei, oh, hast du, drei. Hast du den Klicker. Klick, klick. Oh je. Hey, vielen Dank, bist du da gewesen. Danke für die Einladung. Alles gern. Liebe. Danke gleichfalls. Gute, dann in drei Jahren wieder. Gute Lesungen. Oh, ja. Wenn wir gerade dabei sind. Ja, sag nur. Ich komme lesen. Am 4.11. in Baden. Yes. Und am 7.11. in Basel. Yes! Meine Tour, oh Baby. Im LWB in Baden und im Balz in Basel. Bravo! Wird super. Genau. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Vielen Dank, Christoph! Vielen Dank, Christoph! Und bis bald! Bis bald! Peace! Peace out!